und herzlich willkommen zum Achtelfinale des Prime League Pokals. Richtig? Nicht Wintercup, ne? Prime League Pokals. Und ja, wir begrüßen euch recht herzlich. Tristan ist wieder an meiner Seite. Das altbekannte Caster-Duo. Ich gebe heute quasi auch ein bisschen die Klinke dem Tristan in die Hand, weil ich werde heute den letzten Cast machen. Vielleicht sogar für dieses Jahr, weil ich im Urlaub bin. Ich bin ja in Korea und Tristan übernimmt ab hier, glaube ich zumindest. Richtig? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, einfach mal behaupten. Ich kam nämlich aus dem Urlaub, jetzt gerade erst wieder. Ja. Ich kam aus dem Urlaub nach Amerika und ich habe gehört, du gehst jetzt nach Korea. Ich werde nach Korea gehen. Ich bin ab dem 22. oder so, fliege ich darüber. Ich weiß gar nicht, wie lange, ich glaube 10 Stunden fliege ich. Ja, das ist lang. Und ich werde dann aus einem Hotel da ein bisschen streamen und Urlaub machen, also ein Mix aus beiden. Und Solo-Q-Climpen. Und du hast gerade erzählt, du warst auch schon mal in Korea. Ja, ich war öfter in Korea. Zum Bootcamp wahrscheinlich. Genau. Also Top-Teams machen das meistens so, dass wir, also es gibt zwei Varianten. Entweder Bootcamps du bevor der Split losgeht, so quasi um warm zu werden miteinander. Mhm. Dass du quasi dann in der Liga spielst, Solo-Q machst und auch gegen die koreanischen Teams scrimmst. Oder die zweite Variante ist meistens vor Worlds. Das ist auch sehr, sehr oft, dass du quasi vor Worlds nochmal so einen, keine Ahnung, Trainingscamp hast, wo du quasi hingehst, nochmal dich vorbereitest und dann gehst du danach erst zu Worlds. Mhm. Ja, Solo-Q war immer nice. Ich find's lustig. War Solo-Q wirklich nice? Ja. Weil die Streamer-Experience, ja, ja. Die ich jetzt mitbekommen habe, dieses Jahr zumindest, war so, Korea hat eine ganz, ganz schlechte Mental, da ist einfach alles Shit, außer halt die Mechanics. Ja. Also die, ich würde sagen, das hat ein bisschen geschiftet über die Jahre. Ich war ja jetzt über so viele Jahre öfter da. Ich weiß noch, beim ersten Jahr, so vor, ich glaube, 6, 7 Jahren, das war das erste Mal, da fand ich das Mental gut. Das Ding war, dass Korea da so viel Game-Knowledge über anderen Regionen hatte, finde ich, die Solo-Q-Spieler waren so viel smarter als zum Beispiel Europa und auch NA, dass ich überrascht war, wie wenig Kills es einfach pro Spiel gab im Solo-Q-Game. Stell dir vor, so ein Solo-Q-Spiel hat einfach so maximal 10 Kills. Das war so wie so ein Competitive Game. Es war sehr verrückt. Jetzt, heutzutage, oder die letzten zwei Mal, die ich da war, war das ein bisschen mehr so wie Chinese Solo-Q, wo du quasi einfach nur übelste Mechanics, über viele Teamfights, Leute geben super schnell auf und surrendern oder quasi trollen. Aber mich hat das irgendwie nie so gestört, weil ich finde es irgendwie lustig. Zum einen, wie die einen beleidigen, ist mega hilarious. Weißt du, also, weil die halt Broken English ist. Weißt du, ist halt Broken English, finde ich irgendwie lustig. Mhm. Dann zweitens ist einfach so, dass du verstehst ihr quasi nicht, wenn sie auf Koreanisch schreiben. Die draften ja schon. Alter, wie schnell ist das denn? Wir sind 3 Minuten vorher Zeit, Freunde. Ja, ich dachte, die machen ein bisschen entspannten Einstiegstalk, machen wir hier schön über Korea und teilen so meine kommenden Eindrücke und seine Eindrücke mit euch. Aber wir haben tatsächlich jetzt schon den ersten Draft am Start. Ist, glaube ich, die Szene, korrekt? Geil, passt direkt. Leute, willkommen zum Draft, zum ersten Spiel. Ein bisschen mehr in die Mitte, oder? Ja, so oder passt. Ich muss ein bisschen du musst ein bisschen ja, zu ich mir, muss ein bisschen ne? Mitte, so. Ja. Zum ersten Spiel zwischen Eintracht Spandau gegen V9. V9 hat sich überraschend durchgesetzt gegen EWI Eintracht. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen EWI gewinnen, um ins Achtelfinale zu kommen. Aber jetzt sind sie da und Spandau muss sich vorbereiten. Ja, ich weiß jetzt, nicht, Leute. Wenn wir ganz ehrlich miteinander sein sollen, heute gibt es eine Klatsche, da wird ein schnelles 2-0. Kann man auch mal casten so, oder? Wir genießen heute einfach und machen eine ganz, ganz laue Nummer hier. Welche Liga sind die? Sind dritte Division und sind knapp an der Relegation gescheitert. Oder sind die vierte Div und sind knapp an der Relegation gescheitert? Ich weiß es gar nicht. Sind die dritte Div oder vierte Div, Chat? Ich habe die vier gecastet, aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die sind dritte Div. Ich glaube, die sind aufgestiegen zu dritte Div. Ja, genau, so ein Ding. Ich glaube, die sind dritte Div. Dritte Div, dritte Div. Aber man muss ja sagen, wir haben ja letztes Mal schon gesehen, Zweitligateam, Viertligateam, das ist einfach ein Unterschied. Ne? Das ist ein meilenweiter Unterschied. Und auch hier werden wir wieder einen krassen Unterschied sehen. Aber diesmal haben wir zumindest Gesichtern zu den Spielern. Denn ich habe ja mit Carmon und Autofill zusammen, habe ich ja die NNO-Version, die neueste NNO-Version ja gegründet, ne, mit den beiden. Oh, okay. Dann waren wir mit Noway, ich und Kani und die beiden waren dabei. Und jetzt spielen die halt bei V9. Carmon, kompletter, also sehr verlässlicher Typ. So ein Top-Laner wie aus dem Lehrbuch, weißt du? Ja. Du gibst dem einen Job, der kann Carry spielen, der kann Tank spielen. Du gibst dem einen Job, du callst das und das musst du machen, dann macht er das, zack, übel verlässlich. Sehr clever, sehr, sehr, sehr schlau, sehr, sehr clever übers Spiel. Sehr, sehr krass.
Blade Shaw für mich ein Talent tatsächlich. Also ist aus dem ganzen Team. Autofill Challenger auch nicht schlecht. Sola gut. Kutscher kann alles spielen, bla bla. Aber Blade Shaw ist der Typ, auf den ich heute achten möchte und gucken und sehen will, wie der gegen Special klarkommt. Weil ich hätte Special für einen guten Laner. Weißt du, wie du es siehst? Als Midlaner hast du vielleicht ein bisschen mehr Insight, aber Special an sich guter Laner. Und Blade Shaw ist für mich eins der Talente, die ich jetzt verfolgt habe. Und ich glaube, der könnte auch höher spielen. Vielleicht ist V9 so ein bisschen sein Sargnagel. Ne? Vielleicht hält er sich da an diesen Losern fest. Er wird halt runtergezogen. Ja, also du bleibst hier. Nein, aber okay. Lass mal kurz eine Sekunde. Wir haben jetzt den First Pick Rell. Mhm. Super, super stark. Aber ich hätte auch eher, muss ich sagen, den Jarvan gefühlt. Einfach weil Nocturne ist gebannt und Autofill ist, finde ich, so Two-Trick. Jarvan und Nocturne, super starker Spieler auf den beiden Champs. Und deswegen hätte ich, glaube ich, den Jarvan Takeaway gefühlt. Aber da muss man anscheinend confident sein, dass man da vielleicht eine Poppy oder so vielleicht reinspielt. Bin ich gespannt. Und wegen Blade Show und Special bin ich auch gespannt. Ich finde, Blade Show ist auch jemand, der sehr, sehr gut. Es gibt Midlaner, finde ich, die spielen sehr, sehr gut auf das Top-Level von anderen Spielern. Weißt du, die können quasi, wenn die jetzt Div 3 gegen Div 3 spielen, dann spielen die auf Div 3 Level oder so ein bisschen oben drüber. Aber wenn die jetzt gegen Div 1 spielen, dann schaffen die das quasi, sich zu elevaten und spielen quasi auf dem Level. Und ich glaube, das ist Blade Show auch. Sehen, da bin ich gespannt. Jetzt hat Special ja zum Glück Orianna bekommen. Orianna, glaube ich, mit der beste Midlaner, mit Syndra vielleicht zusammen auf dem Patch. Und wir sind Schnappi, ne? Da wird ganz entspannt Shisha Schnappi gespielt. Ja. Also ich bin nicht der größte Fan momentan mit Orianna in Solo Queue, muss ich sagen. Aber ich finde ihn competitive einer der stärksten momentan. Ja. Weil in Solo Queue machst du nicht genug Schaden, aber diese Utility, diese ganze Utility-Box, die sie hat, Movement Speeds, Shields, auch quasi, dass du, die kannst auch die Minion Speed buffen, alles mögliche, die Shockwave, den Burst dadurch. Das ist super stark und competitive. Und deswegen einfach einer der Top Midlaner. Hier werden jetzt so zwei ADCs rausgenommen werden. Vielleicht sogar von unserer Seite auch. Ich weiß es gar nicht genau. Aber man sollte vielleicht Xayah noch wegbannen, weil Xayah einfach auch gut ist in Turell, Orianna und Co. Klassisches Top-Lane-Matchup. Das gibt es schon seit 2-3 Jahren. Nah, Rennekin immer wieder auf beiden Seiten gespielt. Und ich finde, das ist so ein bisschen heutzutage wie Orianna-Syndra. Das ist so dieses OG-Matchup für mich geworden auf der Top-Lane. Schon, ne? Ich finde, beide Seiten können gewinnen und es kommt wirklich auf den Spieler drauf an. Also ich hatte nämlich Spieler gehabt oder Top-Laner gehabt, die sagen, oh, Rennekin gewinnt, easy. Und ich hatte schon Leute gehabt, die sagen, nee, Nah gewinnt. Mhm. Und dann fighten die sich immer gegenseitig und sagen, hier, Rennekin, ich dive den Nah Level 4. Und der Nah sagt, nee, der Rennekin kann mich nicht diven, ich muss nur einmal den Gank dodgen. Und es ist einfach Top-Laner. Aber es ist so wie Midlane Orianna sind 50-50 und ich bin super gespannt, wer hier dann gewinnt. Mhm. Aber es ist halt Schnappi auf Pride. Also man sollte halt eigentlich alle Matchups, ich meine, kein Druck auf unsere Jungs, aber alle Matchups müssen ja vom First Team gewonnen werden. Ja. Sage ich ganz klar. Wir haben jetzt noch, also V9 pickt sehr standardmäßig, sehr, ziemlich flexibel auch innerhalb der Art und Weise, wie die Teamfights spielen wollen. Wir haben da Mega-Gnar, wir haben mit Rakan und Jarvan auch, die können Backline peelen, die können aggressiv reingehen, alles ganz normal, standardmäßig. Aber die Lanes sollten immer winning sein für uns. Ich würde jetzt hier auf der roten Seite eine Syndra picken. Das ist einfach, finde ich, das 50-50-Matchup gegen Orianna, aber du hast halt einen insane Jungler. Jarvan gegen Orianna ist sau nerviger als Orianna. Mhm. Level 6 kannst du so easy gegankt werden durch Stuns, durch quasi Jarvan IQs und durch Jarvan Ultimates. Deswegen, ich glaube, Syndra wäre hier der Pick to go. Erstmal ADC noch. Also ich glaube, Six ist. Also oder ist ADC? Glaube, das Six ist ADC. Okay. Also sehr sicher. Weil ich glaube nicht, dass Six Mitte. Wenn das Six ADC ist, dann könnte der Last Pick eventuell sogar eine Tristana Midlane werden. Das ist kein terrible Matchup. Es oder Yone. Jonas gewann. Achso. Aber das hätte man picken können, ja. Hätte man picken können. Aber das ist schon gebannt. Deswegen, ich glaube, 5-Pick könnte ich eine Tristana Midlane sehen. Das Matchup gegen Orianna im Early Game sehr stark. Ja. Fällt dann irgendwann ab. Mhm. Aber du gewinnst immer Sidelane und du hast Early Game super viel Druck. Ja, die Poppy, die du angesprochen hast, passt natürlich auch mega gut rein. Wir haben jetzt 4 Dashes schon. Vayne habe ich lange nicht gesehen. Sehr stark. Sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich auch im Competitive? Auch im Competitive gegen Lancy Free sind und Six is Free. Aber stimmt, Six, ja, stimmt. Und ich als Six-Spieler selber in der Midlane, nicht als ADC-Carry, ich hasse es, gegen Sivir und Vayne zu spielen, weil die so schwer zu treffen sind. Die haben 1 Million Dodges, die sind unsichtbar, die haben so viel Movement Speed. Ornn Midlane? Oder Ornn, doch, das ist Ornn Midlane. Ornn Mitte. Ornn Mitte. Ornn Mitte. Finde ich ich finde es ein bisschen schwach, weil du hast jetzt sehr viele Supportive-Charaktere und du hast keinen Carry quasi, also keinen richtigen Hyper-Carry. So. Also ich, wenn ich jetzt Orianna wäre, würde ich, also
Das ist halt schon ein Freeband. Der Draft ist, das tut mir leid, aber dieser Ohren hat meiner Meinung nach diesen Draft verloren. Also, ja. Also die können mich jetzt überzeugen vom Gegenteil, aber du kannst nicht als Ohren irgendwas machen gegen Arena. Mhm. Die farmt free gegen dich. Du wirst auch farmen können, aber das Ding ist einfach... Was passiert da? Das, die stellen jetzt Ohren und Renekton und Gnar Mitte. Nein. Oder die swappen halt später. Blade, ah, okay. No. Blade Show geht Top Lane als Gnar und Carmen geht mit... Achso, das meinst du. In-game swappen halt. In-game. Ich dachte, du meinst Last Second Soul. Das wäre illegal, ne? Dafür ja, das ist ja illegal. Dafür gehen die Jungs in den Knast, aber... ja. Okay. Also im ersten Game kann man schon mal ganz entspannt sagen, wenn ich Vayne bin, dann freue ich mich extrem auf dieses Spiel, weil niemand gefährdet mich. Ich muss mich quasi treffen lassen von der Jump-Combo. Und du zerstörst den Ohren auch ein paar Sekunden und ich bin im Tutor. Du zerstörst alle. So. Du bist einfach zwei Items, Game vorbei. Das wird ein richtig geiles Game, wird das werden für... Also ich glaube auch, dass der Draft, also der einzige Schaden ist der Six und wie gesagt, dieser Schaden, wie ich gerade davor meinte, ist, das ist halt so, der ist nicht garantiert. Mhm. Und diese Zauber zu treffen gegen eine Vayne mit so einem Movement-Speed, und ich glaube, man baut ja auch Trinity Force, das ist ja noch mal extra Movement-Speed mit jedem Auto-Tag. Das ist einfach verrückt, wie schnell die umherläuft. Dann geht noch ab und zu Invis und so. Genau, das ist... Also noch diesen E-Spell, um halt quasi den Engage, der ja über... Also klar, die Ornult, lass sie hitten von mir aus, aber dann muss ja trotzdem immer noch Rakan oder Jarvan draufkommen. Und dann muss ja auch mal zum perfekten Zeitpunkt die Zix-Bomben treffen. Ja. Also auf einen Charakter. Und da hast du ja immer noch vier da rumstehen. Also es ist... die Nummer ist durch. Ja, also ich wollte jetzt keinen Spannungsbogen auf. Ist doch 1-0 Eintracht Spandau. Also ich verstehe halt nicht genau, der Ornn Midlane, den spielt man gerne, wenn man, finde ich, auf der Toplane oder auf der Botlane genug Schaden hat, genug Damage pro Minute. Mhm. Wenn sie jetzt zum Beispiel die Vayne hätten und die Gegner haben den Six oder so, dann würde ich das viel mehr fühlen, weil du hast du noch einen Frontliner für die Vayne, um noch mehr quasi Space zu holen. Du hast den Schaden sowieso schon, aber wie gesagt, Six und... Nah. Und der, wie gesagt, der Nah ist halt kein garantierter Schaden. Der kann auch die Lane verlieren. Ja. Ich bin gespannt. Jetzt muss ich aber das Mindset von V9 ein bisschen Schutz nehmen. Die spielen gegen Div1-Team, gegen Spitzenteam. Die können draften, was die wollen. Die werden wahrscheinlich immer nicht so gut aussehen. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, eine Wincon geschaffen. Oder nicht eine Wincon, aber also die werden jetzt ein langes Spiel spielen. Die werden jetzt ein langes Spiel spielen. Nehme ich an, die werden nicht im Early Game gestompt. Dafür sind die Stems auch zu stabil. Und dann wird es ein bisschen dauern. Ne? Aber ich finde sogar, lass mich kurz, ja. Wir machen jetzt 3 Minuten Delay. Also, wir haben jetzt 3 Minuten Delay, Leute. Außer wir sind auf dem Tournament Clients, aber hier steht immer noch Observer Delay. Also, lass uns ganz kurz chillen. Hymne kommt gleich, machen wir gleich noch zu. Und, weißt du, was ich lecker finde? Was findest du lecker? Das war die mieseste Überleitung meines Lebens. Aber ich finde. Was finde ich denn lecker? Ich weiß es nicht, aber du hast richtig Appetit jetzt gleich darauf, oder? Ich hab... Ja. Leute, mit dem Code, hier. Ist es noch 1.10? 1Essen, mit dem Code, dein Code 1Essen. Könnt ihr hier schön bei Uber Eats bestellen, Freunde. Und dann habt ihr 2x 10 Euro Neukundenrabatt. Ne? Nicht vergessen, das ist sehr lecker. Ich hab's noch nie so schlecht gemacht, glaube ich. Das war das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ist ja okay. Das ist, ist auch dein letztes Mal. Ja. Du bist danach bist danach du gefeuert. Hab ich Urlaub. Bist du gefeuert, Scheiße. jetzt bin ich so raus, ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Das war wirklich sehr schlimm, was gerade passiert ist. Safe. Ich wollte. Danke, Tristan. Sind wir jetzt zusammen hier. Wir sind zusammen am Verlieren, am Ablosen. Nee, genau. Also, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden wieder, habe ich wieder. Und zwar, warum sollte, also ich finde, wenn man das schlechtere Team ist, sozusagen, on paper, dann sollte man meiner Meinung nach immer für Early Game draften und quasi versuchen, die Lanes zu gewinnen. Besser zu spielen mechanically. Weil ich finde, aus meiner Erfahrung, wenn ich gegen Academy Teams gespielt habe, ich habe 1000 Academy-Teams gegen die gespielt. Die können nicht gewinnen mit Weisheit und IQ. Einfach weil die nicht dieses Top-Top-Level haben, wo die Leute sagen, okay, die wissen genau, wann sie recallen. Die wissen genau, welches Item sie kaufen. Sie wissen genau, dieser Dragon, den tauschen wir für diese beiden Türme. Das ist einfach so, damit können die meistens die Bottom-Teams nicht mithalten. Und die müssen dafür mithalten, dass sie quasi sagen, okay, wir traden einen Drache für drei Türme, aber dieses Gold haben wir uns davor aufgebaut,
weil wir die Lanes alle so zerstört haben. Weißt interessant, du, Mechanics. Ich bin eigentlich ja komplett bei dir, ne? Jetzt reden wir aber über V9. Und V9 ist ja auch kein Team von jungen Spielern. Das ist keine Jungspunde, meinst du? Jungspunden, sondern auch eher so ein. Ja, sind auch schon was älter, die Menschen, die da spielen. Und die werden auch ihr Tempo jetzt gehen. Aber es wird kein schnelles Tempo sein. Und wenn ich jetzt, wenn du jetzt bei V9 hingehst und dann sagst, Landing Phase übrigens, müsst ihr mal gewinnen, dann ist, glaube ich, ganz schwierig. Ich glaube, die bleiben einfach bei ihrem Stil, machen, was sie können und werden dann graceful verlieren. Hast du V9 gerade dumm genannt? V9 ist scheiße dumm. So. Ja, also ich bin. Ich bin auch. Wie lang ist dieser Delay? Wie lang ist dieser Delay eigentlich? Er ist sehr lang. Also 3 Minuten, dachte ich, oder? Ja, aber es ist manchmal länger als 3 Minuten, weil die da noch. Also letzte Mal, kann ich auch direkt sagen, letzte Mal Erzähl haben wir mal. Hier gesessen, bis das Spiel durch war und dann ging das Spiel hier los. Doch. Wie kann das passieren? Die haben Eintracht Spandau spielen lassen. 25 Minuten und danach ist das Spiel losgegangen. Das machen die aber nicht nochmal. Weil das mache ich auch nicht, ich möchte das auch nicht nochmal. Die werden gleich mit dem Game loslegen. Mich wundert es nur, weil im Endeffekt ist es doch einfach nur, du kommst ins Game rein, dann ist 3 Minuten Delay und dann geht's los. Dann geht's los. Ja. Das habe ich auch gedacht. Und dann saß ich hier. Und dann kam einfach Spandau hier rein, also wir haben gerade gewonnen und so. Ja, oh. Ja, literally genau das. Ach, genau das. Ja. Und dann kam Max, und dann habe ich hier gesessen eine Stunde mit Maxim und über den Bruch seines Sohnes gesprochen. Oh. Verstehe. Aber bist du dann. Du bist ja jetzt demnächst in Korea. Ja. Und machst du dann hier Agurin den Rank 1 in Korea streitig? Als neuen Rank 1. Oh. Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Super. Ich werde, aber ich werde nicht für kein Rank 1, Junge. Hä? Du machst einfach 80% Winrate. Rank 1. 80% Winrate werde ich vielleicht machen, wenn ich nach 5 Games aufhöre. Aber, aber sonst wird es schwer. Ich werde ein bisschen zocken in Korea. Mhm. Und dann ist so mein Ziel ist so Master. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Und ich bin nur 2 Wochen da. Also mal gucken. Ja, wird bestimmt lustig. Aber ich will rausgehen. Ich will was essen. Ich will ins Restaurant gehen. Wir müssen was von Korea. Also ein bisschen was von Korea. Jetzt auch frische Luft. Genau. Und Argon hat schon angekündigt, Argon wird sich da verstecken. Ach, wieder? Er macht er wieder. Und er wird wieder komplett wegnörden im Keller. Ah, okay, jetzt habe ich. Also, er ist wieder auch wieder komplett dabei. Okay. Sound. Ich höre auch nichts. Oder sehr wenig. Oh, jetzt. Oh, Sound ist da. Haben wir, Leute. Haben wir. Gar keinen Stress. Poppy mit Raptorenstart into Redbuff und könnte dann sogar schon direkt Level 2 Gank, Level 3 Gank werden. Recht einfach. Ich habe in ihrer Tillis gelesen, dass Poppy, der so der Go-To-Champ sein soll auf den Worlds. Jetzt habe ich auch Worlds noch nicht geschaut. Weiß nicht, ob das aktuell ist. Ich habe, es wird sehr, sehr viel Lee Sin gespielt. Also bis jetzt waren ja nur Play-Ins. Ich habe viel Lee Sin gesehen, ich habe viele Jarvan-Bands gesehen und Jarvan auch ein bisschen gepickt. Boah, ich habe den Jarvan gegen BDS gesehen. Ivan. Der war so bad. Welchen? Die, ich glaube, wo spielen wir Maple? Bei welchem Team? Paris Saint-Germain, PSG. PSG, genau. Ja, PSG. Und die haben Jarvan gespielt, der war so piss bad. Alter, Jarvan war so fucking bad. Da habe ich schon deutlich Besseres gesehen. In Solo-Queue. So, aber das ist genau das. Ja. Das erwarte ich. Von hinten schön ein paar Bömmchen werfen und sagen, viel Glück euch, ne? Also, wie wir erwartet haben, Blade Show ist Offline gegangen als Midlaner. Sie haben also quasi Spieler geswappt und Carmon spielt einfach den Tank der Midlane und wird hier einfach die Bremse ziehen, wirklich. Er wird einfach nur chillen, nichts machen. Oh, Autofill. Oh mein Gott. Oh mein Was Gott. Was für ein geiler Flash. Sansara direkt mit dem Flash Boss und die Wölfe geholt. Super aggressiv hier von Sansara. Das aber auch zu wissen, dass der Jarvan genau auf dem Timing und auf bei den Wölfen genau diesen ist Path und genau macht. Da auch low ist, ja. Ist schon sehr stark. Was macht Sansara hier, das ist super schön. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, was geil. War das? Was war das? Das war sehr stark gespielt, Sansara. Ist eine Maschine.
Das ist, ganz, das ist der ganz normale Jungle Cross Move über, zwischen den Türmen. Kennst du nicht, ne? Ja, aber das war. Du spielst. Das Geheimtrick. Du spielst irgendwie im Fußball gegen Bambinis, also gegen die Kleinkinder, und versuchst die dann zu ownen. So, aber es hat nicht geklappt. Aber okay, also sie wollen hier wirklich Autofill direkt in den Betränknis packen, aber er hat jetzt First Blood bekommen, kriegt sein Jungle Clay trotzdem durch. Deswegen kannst du mir Jungle Passing erklären? Autofill hat Blue and Red. Nein, er hat Double Buff. Er hat Double Buff. Aber dann ist er bei den Wölfen gewesen. Und als den Wölfen wurde embedded. Er hatte. Oh, ich habe mich auch darauf geachtet, was er gemacht hat, was sein Perfing war. Ja, aber hätte mich interessieren, weil ich glaube, er hat erst. Er hat Red Buff gestartet, er hat Red Buff. Raptoren, Blue Buff, Crump, Wölfe. Ist das ein Passing, was existiert? Also offensichtlich, ja. Aber das muss ja auch erstmal predikten als Zensara, oder? Ja, quasi, es gibt die Crux und dann kann er nämlich entscheiden nach den drei Camps, nach dem Blue Buff kann er entscheiden, ob er Botline helfen muss, ja. Zum Outpushen, ja, zum ja. Ganken oder Midline Ganken. Okay. Er hat dann mehr Optionen, aber er verliert dafür den eigentlich efficient Pathing, weil er die Crux skippt. Ja, ist ineffizient, ne? Und du musst ja auch so ein bisschen im Botside Jungle hin und her. Der Chat sagt sogar, er hat sogar auch die Raptoren geskippt, das hab ich gar nicht drauf geachtet. Ah, also okay. er hat einfach nur Buff zu Buff gemacht anscheinend sogar. I see, okay. So, Kutscher direkt unterwegs. Direkt on Tour. Wir sehen hier auch schon mal direkt Toplane und Midlane, beide super behind in Farm. Also das läuft gar nicht. Prime League, das Scoreboard mal. Lilip hier. Danger. Lilip hier in Danger. Autofill, aber auch kein Flash mehr. Oh, jetzt geht's ab. Lilip flasht rein. Oh, Phil wird gegroundet und Phil ist auch tot. Das ist ein Kill für Orianna. 42 CS und ein Kill in dieser Lane gegen Tanks. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ja. Nee, wo sind wir? Wir sind jetzt, sieht gut aus. Ich schau mir gerade so ein bisschen die Laning Phase an. Momentan halt Eintracht spannend. Ja, Prime League, kannst du mich hören? Mach mal zurechtziehen den Bums. Jetzt kommt erstmal der Gang auf Botlane. Rell geht für ein All-In. So, da kommt er nicht mehr raus. Safe tot. Auch Kutscher kann gegen den Ground-Effekt nichts tun. Wird in die Wand genockt. Auch der Flash wird nichts bringen. Ja, schwierige Nummer. Das war's. In Champ Select war schon vorbei. Ja, aber jetzt hat Vayne 2 Kills. Ehrlich. Ja. Also, die einzige Chance, die ich jetzt noch sehe, ist irgendwie Blade Show. Muss jetzt irgendwie. Er muss Bryant solo killen. Ja, weil es in dem Matchup nicht easy sein. Also, ich sag mal so: Wenn ich hier. Wenn Bryant auf einem Champion nicht verlieren wird, dann auf Rennek. Das stimmt. Und also ich glaube auch Six, kann Six jetzt diese Lane eigentlich noch gewinnen auf der Botlane? Nee, konnte ich von Rhyme nicht gewinnen. Also es ist halt, du kannst halt Push haben gegen Vayne, aber Vayne hat auch mal dieses All-In-Potenzial. Also ab Level 6 auch. Heißt, wenn du als Vayne die Wave vor deinem Turret freest, ja. Ab Level 6 hast du immer All-In-Pressure. Das ist so pervers für Six zu spielen, er kann die Wave nicht einfach rauspushen. Ja, verstehe. So. Der nächste Play wird wahrscheinlich erst sein, wenn Jarvan Level 6 ist. Außer Sansara invadet ihn schon wieder. verliert aber den Smite-Fight. Ist aber persönliches, oder nicht? Zwischen Sansara ja, und das Phil? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da hier. Das ist Überzeugung. Das ist wieder sehr, sehr deep. Das ist sehr, sehr deep. Blade Show, also Sansara, das ist wieder sehr, sehr cocky. Und könnte. Ja. Also da hätten sie auf jeden Fall fighten sollen. Also wie Nine jetzt in dem Fall, ne? Ja. Also die Chance, man muss sie jetzt nicht einlullen lassen. Weil Sansara ist nämlich so ein Typ, der macht nämlich, wenn die Gegner zu viel Respekt haben, nimmt Sansara dir alles weg. Der kommt zu dir nach Hause und nimmt deine Frau, deinen Hund und deine Kinder mit. Der nimmt alles, was du hast, nimmt er dir. Und da muss so ein Kutscher auch mal sagen, halt, stopp, hier, jetzt rede ich. Ja, nee, das sehe ich genauso. Das hätte man auf jeden Fall fighten müssen. Das war eigentlich ein Freak-Kill. Das war wieder viel zu deep von Sansara. Er war zwischen drei Spielern. Aber, hat man nicht genutzt, die Gelegenheit. Oh. Könnte ein bisschen deep sein von Pride. Er hat nur einen Jump und Blade Show ist jetzt Level. Oh, aber er will die Wave nicht verlieren.
Will die Wave nicht verlieren? Ja. Das ist die Sache, die ich in Toplane immer extrem hasse. Ja, ich hasse das auch. Also dieses hinterm Turret Proxy Farm. Das ist so nervig. So annoying. Das ist echt. Gibt es so auch noch Leute, die bis zum zwischen C3 und zwischen C2 und C3 spielen? Ja, ne? Aber dieses Hitch-Spiel, das geht ja auch. Auch so eine dumme Mechanik, weil du einfach gar nicht mehr interagierst mit der anderen Person. Du machst so schön nichts mehr in dieser Lane. Ja. Du musst einfach nur noch, du farmst Minions und ich sag mir, das war cool. Und du schaust währenddessen auf die Karte und hoffst, dass dein Team gewinnt. Ja. Gut, was machst du sonst auf Top, aber. Ja, aber das sind fast 3000er Gold-Lead und wir haben den Herald auch noch. Das bedeutet, den sollte man meiner Meinung nach einfach direkt in die Midline platzieren, damit die Arena die Map quasi öffnen kann und dann kann man nämlich auf die Side uns gehen. Midline, wie erwartet, einfach, das ist einfach so, da wird einfach eine Bremse gezogen, einfach nur CS-Farming. 15 CS. Okay. Ich würde sagen, der Botlane ist der größte Lead hier. Mit dem Double Kill und fast 22 CS ist schon saftig. Das ist schon böse, ja. Schon saftig. Aber auch so, die anderen Lanes sind auch gute Head, ne? Lanes kann auch am ehesten mithalten. Ja, guter Dodge von Kutscher hier. Pflanze genommen, den Cool zu dodgen, dann W rüber, war sehr stark. Aber das bedeutet halt wieder weiterhin Bladings für Vayne. Und Jarvan kriegt nichts in der Zeit auf der Top-Lip. Man hat Jarvan gespottet, man weiß, wo Jarvan ist. Das bedeutet, jetzt kann einfach Eintracht machen, was sie will. Oh, jetzt will Kamon dazu move, aber Eintracht hat ja einfach zu gutes. Kamon ist jetzt hier in Trouble. Zu gute Kontrolle. Aber macht keinen schlechten Job. Er hat sein Flash hier verloren, aber hat eröffnet, dass die Botlane wieder auf die Botlane hier gehen kann. Das heißt, es war quasi Flash getradet, dafür kann man mal wieder auf der Botlane farmen. Drake trotzdem mit uns, alles locker verbrochen. Ja. Und das ist alles, weil man quasi den Jarvan oben gesehen hat. Er hat auch nicht den Kill halt bekommen. Und dann war quasi, okay, Jarvan ist top. Jetzt können wir auf der Botlane alles nehmen, was wir wollen. Da muss man immer sehr, sehr aufpassen. Und sieht aus, als würde Jarvan nach in die Midline schauen, auf die Orianna. Orianna sehr, sehr low Mana. Hat aber Face Rush. Und Flash hier. Also safe. Flash haben wir bekommen, gar nicht so schlecht. Jetzt kann man halt sich überlegen, ne, wie combo ich jetzt die flashlose Orianna weg. Ja. Da hat Vinan viele Tools für. Mit Jarvan hast du ja auch schon gesagt, ekelhaftes Matchup. EQ-Kombo into Ult. Mit Six als Follow-up. Sehr, sehr einfach zu spielen. Ob der Schaden am Ende reicht, das wird die Frage sein, die man sich stellen muss. Kamon hat auch keinen Flash und wird hier mit drei Leuten einfach weggeholt. Ja, einfach zu cocky, zu deep. Man hat nicht gewusst, wo der Supporter, wo der Jungler ist. Mhm. Und ohne Flash dann einfach da rein zu QBEn, die komplette Combo zu nutzen, war einfach zu cocky. Da fragt man sich dann, weißt du, wurde das gecallt oder hat man es einfach riskiert? Red Level 6 hier. Stormraiser First of Vayne. Ist das gut? Du kannst so ein bisschen schneller die Distanz überbrücken. So ein bisschen gebufft auch. Also hat jetzt 55, 80 statt 50. Das war, glaube ich, der Change. Deine Q-Spells hauen ein bisschen härter rein, so bist du schneller insgesamt, ne? Okay. Gerade in Fights, wo es darum geht, am Gegner dran zu bleiben, ist das ein gutes, starkes First-Item. Ich denke, es wird auch ein Trinity Force werden. Einfach so voll auf Movement-Speed ausgelegt. Du kannst da Space-Gliden durch das Ganze wie dein Line-Up. So, jetzt wird hier der Herald gedroppt in der Midlane. Wir haben ein bisschen Support und Support-Combat hier. Kutscher traded auf Lilith traded auf Kutscher. Und Sola ist tot. Solo sterben. Flash bringt da auch nichts mehr. Das meine ich ja über die Wall geflash-ghostet sogar, ne? Anscheinend, ja. Anscheinend hätte ich fast gern gesehen, liebe Prime League, aber naja, andermal. Ja, nächstes Mal. Oh, hier wird sie dir mal kurz auf die Toplane gezeigt. Pride ist auch noch im Game. Pride ist auch dabei. Ja. Hier wird eine Pingwolle geklebt vom Toplaner. Sehr stark. Ja, für Blade natürlich auch eine super
super Game. Ne? Ist eine Wave Behind gegen Renekton. Finde ich, denke ich, ist okay. Bei dem ganzen Proxy-Farme. Oh, und der Rest brennt. Das war eigentlich ein schönes Feeling. Ja. Also jetzt müssen wir halt mal schauen. Also man muss eigentlich den Orion in der Flash irgendwie punishen. Aber das Problem ist halt einfach, dass jeder kann Midlane covern momentan, weil die Vayne gewinnt 1v1. Der Toplaner kann Toplane reinpushen 1v1. Das heißt, eigentlich muss man jetzt nur auf Orion aufpassen und ihr Händchen halten und dann kann eigentlich nichts passieren. Aber für jetzt in Position. Ich jetzt Smiley, eventuell zu cocky. Ja, Smiley zu cocky. Und das, was Carmen in der Mitte passiert ist, ist ja jetzt auch Smiley auf Botlane passiert. Das war zu aggressiv. Und ja, da geht der Kill an Autofill. Und das ist halt die Situation. Man muss die Hand halten von Orianna, weil sie hat keinen Flash. Das heißt, der Supporter ist Midlane, der Jungler ist Midlane. Ja. Dann darf einfach Smiley nicht so spielen. Aber jetzt wird hier, glaube ich, der First Blood-Turm genommen. Sehr, sehr viel Gold. Wieder für Eintracht. Optoren werden jetzt hier genommen. Phil könnte hier rein engagen. Oh, hier wird gefightet. Karma mit der Ultimate. Oh, super stark in Jumper von Sansara. Double Knockup. Smiley zieht sie alle nochmal rein. Und die Kombo von Sansara. Blade kommt jetzt rein, aber hat nichts mehr hier zu verloren. Nicht so viel zu verlieren. Einfach musste sie rennen. Aber das war's. Blade Show ist wahrscheinlich auch noch tot. Und muss man einfach sagen, super starke Kombo von Sansara. Hat den ganzen Fight meiner Meinung nach Solo gewonnen. Das sehe ich auch so. Das war echt eine richtig gute Aktion. Ich hoffe, die zeigen die Replays hier auch in der Champions League? in der Premier League. In der Champions League ist auch nicht schlecht. Der Prime League Pokal, wer ist immer? Ja, nee. Wer ist das nochmal? Machen die, glaube ich, also, hat man bisher schon eins? Das ist der PAM-Pokal. Der PAM-Pokal. Der PAM-Pokal, okay. Smiley könnte jetzt hier. Okay, sie wollen Smiley aber farmen. Wieder zu weit vorne. Nee, kommt raus. Hat auch noch eh ready für den Darkan. Autofill wird hier gespottet und das ist. Ja, das. Es ist jetzt einfach nur noch, es tut einfach nur noch weh, wenn du jetzt hier bei V9 bist und dieses Spiel spielen musst. Glaubst du denn jetzt so ein Hand of Blood? Ja. Für V9? Da wird schon knapper, oder? Ja, so ein Master Yi, da hat man auch so einen Windcon, weißt du? Oder so ein Amumu? Meine ich. Also wäre doch mal ein Transgedankenspiel hier. Ja, das wäre. Ob es dann nicht vielleicht 30-30k stehen würde. Oh, also einmal, so ein Transfer wäre, glaube ich, nicht schlecht. Oh, hier der. Oha, schade. Oh, knapp, aber guter Versuch. Und finde ich auch, muss man respektieren, dass man einfach hier nochmal versucht. Das Spiel ist sowieso verloren. Wie gesagt. Mal eine Antwort bieten. Finde ich auch gut, ja. Im Endeffekt, hab ich sagen wollen, das ist einfach so. Es gibt Spiele, da kannst du 10.000 Gold behind sein und ich hab immer noch das Gefühl, man hat eine Chance, man kann noch was machen, man kann sich noch mal zurückbringen, man kann sich noch mal irgendwie... Würdest du aber sagen, das Gefühl wäre gerade berechtigt für V9? Ne, genau, aber hier ist das Spiel, einfach wegen dem Draft, da bist du 1.000 Gold behind und du weißt, das Spiel ist verloren. Das ist das Ding, es gibt halt die Drafts so und so und das ist halt so ein Draft, wo du halt einfach von vornherein... Da würden die Spieler nach dem Draft... Würden die zum Coach gehen und sagen, Jungs? Oder die würden zum Coach wirklich sagen, das war scheiße, das war wirklich scheiße. Ja. Das war im Draft verloren. Natürlich versucht man auch da nicht Delusion zu sein, so zu Pride, fixen. Ein bisschen Bedrängnis. Vier Leute gleich gegen ihn. Hat man jetzt genug Schaden sie werden alle abgeschlachtet. Ich weiß es jetzt schon. Oh, der Damage fehlt einfach. Pride lebt noch immer. Pride kommt auch sauer aus hier sogar. Ich hab's doch gesagt. Mann. Selbst der Überzahlfight ist nicht winnable für V9. Und Sarah geht hier durch, kriegt den Kill nicht. Okay, sie sind man muss aber dazu sagen, es ist 1 für 0. Also dafür, dass es ein All-Out-Fight war. Okay, sie sind rausgekommen. Ich dachte, sie sind alle abgeschlossen. Sie sind da rausgekommen. Man muss sagen, war ein guter Escape von allen. Also alle sind rausgekommen. Aber du hast halt nicht vergessen, dieser Fight hat angefangen mit 4 Leute auf Renekton. Richtig, 4 Leute auf Renekton ist nicht ansatzweise gestorben. Weil er war auch einfach der einzige Damage-Dealer mit Gnar,
der noch immer auch kein Damage Dealer ist zu dem Zeitpunkt, aber der einzige Damage Dealer war auch einfach nicht da. Ja? Ist halt, ja. Da killst du Renekton nicht mit. Aber auch da wieder, der Versuch gehört gewürdigt. Ja, nee, also das ist so, ich sehe das auch halt so als die einzige Chance, als den einzigen Angle, dass man hier irgendwie 4 gegen 1, 5 gegen 1, das ist so, da können sie noch gewinnen, da kann V9 noch gewinnen, so ein 5 gegen 1, das sehe ich, da haben sie noch eine Chance. Also 5 gegen 2, 5 gegen 3, wird es langsam. Ich glaube, wenn jetzt 5 gegen Lilith machen würden, ne, Lilith 1 gegen 5, dann hätte V9 eine Chance. Dann wäre es ein knappes, was sagen wir, 3 für 1 oder so. Oh. Aber again, ein All-In auf Pride. Und er dasht halt nicht mehr raus, er will diesen Fight, er weiß es selber. Und mich wundert es, warum sie die ganze Zeit auf Pride gehen. Da muss man versuchen, auf die Vayne, muss versuchen, auf die Arena zu gehen. Pride ist so das Target, das geht nicht. Und musste meanwhile Blade schon dran glauben, wurde gegankt vom bösen Supporter. Das ist ja auch schwierig, ne? Gegen, also eine Vayne mit den Items übrigens, ja, ja, spiel ich dir. Also so free. Du tammelst literally auf die Gegner rein und sagst, oh, ich bin ja ganz schön stark. Und ich finde, seitdem jetzt dieser Trinity Force Bild so stark auf Vayne ist, die ist richtig tanky damit auch. Ja, übel. Ich finde, die ist auch richtig tanky. Also wenn sie Head kommt, sie ist so Head, dass sie, ich glaube, keiner kann sie killen. Also, ich glaube, auch so ein Jarvan-Nah, wenn der Nah nicht Mega ist, kann sie so gewinnen. Oh, Tower Dive hier eventuell auf den Tank direkt. Der Lip sitzt nicht da. Ult schön unterbrochen von Lilith. Butcher wird hier. Der Match auf Tank ist noch nicht ganz so da. Butcher peelt hier nochmal für Carmon. Geht aber auch wieder aus. Butcher hat ihn da hier gesaved, muss man sagen. Aber das ist halt. Wie bei Mitte enden. Mit dem Bild ist dein Damage auf Tanks ein bisschen mieser tatsächlich. Ist der wie bitte? Mit dem Vayne-Bild. Oh, okay. Man kann Krakenzell zum Beispiel gut gehen. Oder halt Rageblade, was ja auch ginge, theoretisch. Alles ist stärker gegen Tanks. Das ist mehr so ein guter Mix, würde ich sagen. Da bist du gegen alle Champs aber sehr gut dabei. Hier hat es aber nicht gereicht für Carmon. Und ja, Mitte down. Ja. Autofill down. Game down. game down. Ja, bin ein bisschen enttäuscht, dass das Spiel auch nicht vorbei ist von einfach. Es ist länger als 20 Minuten, hätte ich damit auch nicht gerechnet, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Die haben jetzt nicht viel Spaß, die Jungs. Man sollte jetzt eher den Baron machen und dann das Spiel beenden. Einfach jetzt hier kommen. Ich frage ganz offen, Tristan. Ja? Hast du so Games gerne gespielt, als du gut warst? Bist? So Games als ja, Gewinner? Ja, so gegen, weißt du, also als so Gewinner, wo du weißt, ich gewinne halt. Ja, so. Also, okay, es macht mega Spaß. Da paddest du ein bisschen die Stats, killst du nochmal. Machst du noch Bock auf den Teamfight? Ich war mir ein Typ, der gesagt hat, ich habe keine Lust zu spielen. Nee, es macht schon Spaß, finde ich. Also, guck auch drauf an. Wenn es jetzt nur ein normales, reguläres Game ist, denke ich mir, whatever. Aber wenn es jetzt irgendwie so ein Playoffs-Game ist, oder sagen wir, stell dir vor, es ist irgendwie Game 5 oder so, dann würde ich mir sagen, Junge, das ist so geil. Aber es ist ja nie Game 5. Also. Butcher, kommt ihr vielleicht nochmal raus? Starker Flash weg, aber ich glaube, der was Crew ist, was reicht. Ist er da? Der Crew dann von Pride ist schneller als der von Kutscher. Kutscher damit down und Kammern wird auch noch das zeitliche segnen. Ich würde mir ja denken, wenn ich jetzt zum Beispiel Pride wäre, würde ich mir denken, Alter, ich bin 1-0-2, also jetzt davor war ja so 1, war glaube ich ein Kill nur, also ein KDA. Ja. Ich würde mir denken, Alter, ich kann jetzt hier nicht mit einem KDA aus dem Game rausgehen. Wir müssen mindestens noch einmal Teamfighten mit den Jungs, würde ich dann sagen. Also hast recht, es ist übel boring für ihn, aber Smiley hat die Jungs auch einfach ordentlich an den Eiern, ne? Jeder einzelne Draft war übel cool für Smiley. Ja. Die Drafts aus den letzten Runden auch. Die waren immer cool für Smiley. Also wir haben jetzt... Oh, jetzt. Das ist auch wieder Fun as Fuck für ihn. Für Zanzara, er muss gerade alleine in Nash weitermachen, aber... Also hier als Vayne macht das Spiel auch echt Spaß. Ja, klar. Kommt auch mal drauf an, welchen Champion du spielst. Also wirklich, muss man auch natürlich dazu sagen. Also wenn du jetzt irgendwie so spielst... Also Games, wo du Telfuren, AP, Ezreal oder Xerath, wenn du gewinnst dann das Spiel und du machst einfach so einen Coup, so einen Range-Coup auf jemanden, der klatscht so Hälfte AP weg. Ja. Das war richtig satisfying. Oder früher der AP-Kogma, das weiß ich immer noch, wo dann deine Ultimate so einen Supporter, die Supporter hatten ja früher nie Gold. Mhm. Ist ja nicht wie heutzutage, wie Season 13, wo so ein Supporter dich solo killen kann, sondern da hatten die so ein Ruby-Crystal im Inventory. Mhm. Und dann machst du dann so eine Ultimate auf den und der ist einfach 10% AP. Und dann denkst du so, Junge, der darf jetzt erstmal in die Base. Und dann kommt er wieder und darf er wieder in die Base.
Das war du mobbst also Game. Gerne Schwächere. Ja. Im Game. Im Game. Im Game. Im Game. Im Game. Ne, Poke macht echt Spaß. Jetzt mal oben die Wave dazu. Unten wird jetzt eine 5-Mann-Trap probiert. Nein. Never mind. Ich mag es halt, muss ich dazu sagen, Poke zu spielen, weil wenn du kannst das Spiel entscheiden, bevor deine Teammates einen Fehler machen können. Mhm. Weil bevor der Teamfight losgeht, kannst du den Teamfight gewinnen. Das sehe ich mal vor. Kamen wird jetzt hier wieder gefarmt. Es tut mir ein bisschen leid für ihn, aber es ist halt ein Tank, der. Ist ein bisschen therapeutisch heute mit dir, oder? Du hast also ein Problem zu vertrauen anderen Leuten. Im Endeffekt mag ich es einfach, die Power zu haben, quasi. Ich kann meinen Teammates abnehmen. Okay, du hast schon verstanden. Du hast schon verstanden. Meine Teammates können nicht innen und ich kann den Teamfight quasi gewinnen, vor Schluss. Okay. So, dafür ist Zix ganz gut. Guter AOE-Schaden, guter Wave-Clear. Jetzt hier, Eintracht Spandau, eigentlich wäre jetzt das Normale, dass die nochmal hinten alle 5 sterben, beim Nexus End und dann danach End. Also ich würde eigentlich gerne nochmal sehen, dass jetzt die Eintracht Spandau. Wir reden aber auch von 12k bei Mitte 24, ne? Also, so ein Nexus heftig. Tower Dive, so ein Fountain Dive. Da kommt der TP nochmal rein. Das wird auch jetzt. Ja, also der normale Engage muss ja gar nicht sein, aber special ich den Ball irgendwo hin und dann war's das. Dann, der wird einfach ulten und dann das geht. Ja, ja, also ich glaube, ich sage euch, der Solar wird gleich geultet. Geschafft, ey. Aber jetzt ziehen wir jetzt durch, finde ich gut. Nicht nochmal zurückgehen, Leute. Oh, aber starke Kombos von Solar. Starke Bomben, muss man sagen. Tut hier quasi gerade selber die, eigentlich alleine die Base steffen, ne? Jetzt nicht rausgehen. Zieht durch. Lillip hat Bock mit einem HP. Ist ihm egal, dass Solar ihn gerade hart gechunkt hat. Aber, ach. Ach, Leute! Sola verteidigt das Spiel alleine! Holy moly! Solo Defense! Da muss Sanzara sich vorne hinstellen, W drücken, dann werden die Tower weggerotzt. Ja, muss man wirklich mal Props geben. Das war eine Solo-Sicht. Okay. Rein. Oh nein, Smiley fühlt das. Smiley fühlt das. Sie haben die Basis verlassen, das dürfen sie nicht. Alter, Solo ist jetzt am. Sola ist am Smurfen. Ja, Sola ist übel gut. Sola ist am Solo. Also, das war der 9-Head. Das ist 9-Head. Die lassen extra Double in die Beater fallen, lassen sich in die Base übelst reinpushen, holen sich dann die Shutdowns, holen sich dann Double in die Beater Gold, farmen sich so hoch und überbrücken das Ganze mit Game. Sola wird gleich 6 Items haben und unsere Jungs 4. Und 3 Level Head. 6 ist größer als 5x4. Das stimmt. So. Ich frag mich jetzt, wann der nächste Push kommt. Hier wird der ganze Jungle sich nochmal einverleibt. Das wundert mich. Das ist so. Da würden halt meine Teammates sagen, jetzt kommt jetzt einfach Botlane gehen, das Game werden. Da würde man jetzt nicht nochmal sich die ganzen Jungle einverleiben. Da würde einfach jeder sagen, komm, wir gehen jetzt Botlane und finishen das Game. Scheiß auf den Dragon. Da gibt's keine Seele mehr in diesem Spiel. Wenn es in diesem Spiel eine Seele gibt, dann hat irgendwas falsch gemacht. Safe. Aber, man nimmt hier jetzt hier noch die Stats mit. Smiley will nochmal. Guck hier, da siehst du doch. Smiley trollt doch komplett rein. Er läuft jetzt hoch, um Blade Shield zu farmen. Das ist doch kompletter Troll. Das ist Troll. Das ist übelster Troll. Oh mein Gott, und jetzt kommt und jetzt der hoch. Und Blade Shield Space. Oh mein Gott. Smiley, bitte. Oh mein Gott. Hört auf mit eurem Essen zu spielen. Echt so. Also, das ist schon. Man mag es ja auch nicht, wenn die Katze mit so einer Maus spielt. So, ist ja auch nicht schön anzusehen. Und jetzt ist einfach Smiley. Der AD Carry ist nicht da. Orianna wird hier gecombot. Blade Show könnt ihr denn. Oh! Blade Show! Nein! Und Eintracht Spandau in guter Fashion. Oh mein Gott! Eintracht Spandau! Oh mein Gott, 2 Kills nochmal für V9 an der Stelle. Ich habe gesagt, das ist komplett 9-Head. Wir gehen für Double Inimito. Eintracht Spandau fühlt sich sicher. Einer Spanner fühlt sich sicher. Ich habe gecursed, Caster Curse. Und jetzt ist Sola gleich, obwohl er 3 Level down war, even in Experience. Ja, also bisher muss ich sagen, Smiley auf jeden Fall. Ich will sagen, alles geht um Smiley so. Der ist einfach. Der ist einfach ein blöder Typ.
Late Show wird hier wahrscheinlich jetzt sterben. Viel zu deep, muss man sagen. Und das ist ein langer Death-Timer. Und das ist meiner Meinung nach jetzt, das könnte literally sein, einfach als Game. Weil die Base ist offen und die nächste kriegt ja auch nicht mehr. Baron ist auf jeden Fall gone. Aber, nee, Game ist es wahrscheinlich nicht, aber man muss als hier aufpassen. Wenn sie in der Midlane sich catchen lassen, ist es Spiel. Er wird einfach den Baron abschenken. Einfach Baron abschenken. Phil sollte vielleicht nochmal... Ich glaube auch der Steal würde einfach nicht helfen, weil der Steal würde bedeuten... Der Steal, der nächste würde das Game nicht retten. Ich glaube der Steal wird nicht helfen, deswegen einfach abgeben, einfach abgeben. Aber es ist genauso gekommen, wie ich es gesagt hatte. Nein, wird einfach hart gebumst, aber lange gebumst auch. Also die sind einfach... Die spielen einfach für immer. Alter, okay, der 6 Damage war jetzt gerade juicy auf der Arena, muss ich sagen. Wenn 6 Level 16 hat, wird es auch nochmal mehr klatschen. Arena hat auch keinen Flash. Das heißt, ich. Die Kombos sind möglich. Ja, also jetzt würde ich sagen, wenn Special irgendwie grieft. Wenn Smiley wieder Toplane geht, um eine Wave zu pushen, dann kann V9 vielleicht nochmal einen Kill holen. Ja. Wenn Smiley nicht im Teamfight dabei ist und sie wieder Special töten, dann hat 1 wieder keinen Schaden. Ja. Ich hasse Smiley. Ich sag's. Oh. Ich hab gerade noch die Hand gegeben, aber ich finde das einfach scheiße. Ich finde das einfach scheiße. Junge! Jetzt muss V9 aber raus. V9 ist immer noch in Trouble. Carmon ist tot. Und man muss ehrlich sagen, hier keinen Spaß. Jetzt, wenn sie jetzt nicht beenden, ist es weiterhin mehr Gold für Eintracht. Für V9. Und... Es wird irgendwie ein bisschen sus, also. Ich sag ehrlich, Smiley ist tot. Kann nichts mehr schief gehen. Also das ist schon, Solar ist wieder jetzt in der Base-Defense, farmt sich wieder hoch. Und das ist einfach, ja. Botlane. Oh, starke Ultimate. Das war super stark von Solar. Hat also den Baron-Buff denied auf allen Minions da, muss man sagen. Habe ich gerade gar nicht so schnell, hätte ich glaube ich nicht reagiert. 6 Tode gegen den Third-Div-Team, weil Smiley einfach runterrennt. Mann! Also, Smiley kommt jetzt wieder aus der Basis. Der soll auf ein Solo-Lane zu gehen. Group mit deinem Team, mach Finish und keine Tode mehr. Aber du hast gesagt, du könntest als Vayne auch alle Solo killen. Hat er auch Bock. Ja, aber ich würde es auch machen, weißt du. Oh, Carmon hier ist ein bisschen in Trouble, oder? Oh, ne. Dann Sarah haut ihn ein bisschen auf die Mütze, mit ein bisschen mit einem Hammer auf den Kopf. Und Six ist tot. What the fuck? Wo ist Six hin? Sola? Geht's dir gut? So, da wird sich gegönnt. Sehr gut. V9 ist down. Late Shot zu spät in der Base. Kutscher misst nochmal sein Engage. Auch schwer zu treffen gegen Vayne, ganz ehrlich. Und das ist Game nach. Oh, nochmal alle rein in Nexus und dann das Game beenden. Nochmal alle in Nexus rein. Und das war das erste Game. Ja, es hätte auch sehr viel schneller gehen können als 31 Minuten, aber schön, dass sich Smiley dann nochmal in den Nexus geworfen hat. Das freut mich aber. So, 1-0, Freunde. Ja. Bisschen holprig. Einfach viel Spaß gehabt, eins ne? Eins Essen nicht vergessen. Und eins hat gerade V9 gegessen. 7 Kills, richtig. 7 Kills von dem Spitzenteam der dritten Div, V9. Ja. Sehr gut gegengehalten. Aber auch ein bisschen komisch gedraftet, ne? Das war... Draft nochmal anpassen fürs nächste Ja, Mal. Also der Draft muss auf jeden Fall angepasst werden, wenn sie dann Chance haben wollen. Ja, das war schon, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sage. Also die letzten so 5 bis 10 Minuten, die waren einfach übelst Troll. Und ich spiele ja gegen T1 im Dezember. Ich glaube nicht, dass wir 7 Kills hinkriegen. Ihr beendet halt dafür davor das Game. Wenn es 0-0, wo wir sie makrotechnisch outdropen. Ihr tut sie so ausspielen. So. Einfach auf so einem anderen Level. Die wissen nicht mehr, wo sie hin müssen. Auf einmal ist Tolkien am Nexus, zack, fertig. Die wissen nicht mehr, wo sie hin müssen schauen. Weg. Das Game ist vorbei. Nexus. Du kannst mal schön mit dem Smiley reden.
Nee, hab ich habe noch keinen 3-Minuten-Break gemacht. Aber du kannst schon mit dem Smiley reden. Wenn das im nächsten Game nochmal so läuft, komme ich dem rüber. Ich mache gleich 3-Minuten-Break. Alles gut. Hab alles im Griff. Alles im dunkelgrünen Bereich, ne? Ja. Wir machen 3 Minuten Pause. Hör zu dann, ja. Ich gehe kurz mit Smiley reden. Und ja, aber das ist auf jeden Fall wichtig, ja. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder bei The Champ Select. Ich habe ganz vergessen, euch die Werbung zu drücken, Leute. Und jetzt ist Kevin Westphal hier an diesem Ort im Studio und ist sehr sauer auf mich. Wie kann man so eine dumme Sau sein? Die Leute sitzen da, müssen sich diese scheiß Werbeblock angucken, obwohl wir nicht mal Werbung schalten. Und rein in den Draft. Wir sehen, Briar Bun ist wieder da. Die Buns ändern sich bisher gar nicht, aber die Seiten wurden gewechselt. Ja, mich wundert, dass das wieder Nocturne, also Briar Nocturne wurde wieder gebannt. Jetzt aber die Orianna gebannt von V9. Also fand man, war zu schwer, zu stark. Danke dir. Und Talia Bun wieder. Ja, ich dachte auch eigentlich, dass wir hier... Cheers. Hm. Talia-Bann von Eintracht Spandau. Also hat man so, ich habe so das Gefühl, dass einfach quasi Arena, sagt man, ist war jetzt zu stark, beziehungsweise ist einfach ein super safer Midlaner. Und wenn sie wieder diese Tank-Variante spielen wollen, dann ist einfach Arena der übelste Free-Champ dagegen. Jetzt ist aber auch so, dass Special ja viel aggressivere Champs noch hat. Und Orianna ja, vielleicht und auch etwas eigentlich, ist. Eigentlich macht Azi genau das gleiche, wahrscheinlich sogar noch besser, weil du richtig. Auch noch mehr Damage hast. Also, ja, ich weiß es auch nicht genau. Also, eigentlich kann man nicht für diese Tank-Variante wieder gehen. Renekton jetzt weggepickt von Pride. Nochmal einen Signature-Champ auspacken, ne? Da gibt es ja. Auch keine guten Antworten drauf, denke ich. Urgot würde ich gerne sehen von Carmon. Nee, das wäre lustig. Aber ist, ja, da wäre ich. Vinan spielt ja selber Renekton. Oh. Ja, gut. Alles gut, alles gut. Also, ja, wir locken den Baum ein. Maokai, Jace, ganz, ja, fast alte Kombo, ne? Ja, Jace war, kann man einfach jetzt hier gut. Flex picken. Aber starker Flex pick, du kannst ihn nämlich jetzt hier auf 5 Pick runter traden. Hast dann quasi die Möglichkeit zu sagen, hier, Toplane, Midlane. Bans ist auch ein bisschen schwieriger für die blaue Seite. Jarvan ist immer noch offen. Wahrscheinlich wird es wieder ein Jarvan Pick hier. Also ich wäre auch insofern gut, dass Jarvan immer EQ'en kann, auch bei den Roots von Maokai, also er kommt da gut raus. Genau, genau. Er kann die also quasi tanken. Oh. Hobby-Agurin werft sich in den Ring, ne? Ein bisschen Elise wird gespielt, auch gutes Catch-Potenzial. Und die alte Kombo, muss man sagen. Renekton Elise war auch ähnlich wie dieses Renekton-Nah-Matchup. Jetzt wollen sie es schaffen hier. Super lange Zeit war dieses Renekton-Elise einfach die Combo auf der Toplane, die jeder Toplaner gehasst hat. Wirklich. Ich glaube, ich kann da keinen Toplaner, der gesagt hat, dass die Combo nicht broken ist. Ja. Level 3, Level 4, immer Toplane so, First Blood, jedes Mal. Du kannst egal welchen Pathing machen. Du weißt, der Toplaner ist tot, Level 3. Yone, wie du schon gesagt hast. Krasses Matchup gegen Rumble Jace hier von Pride skilled. Haben wir auch noch nicht gesehen gehabt vorher, glaube ich. Doch, ich glaube einmal hat man es. Aber hat nicht funktioniert, glaube ich. Ne? Ja, hat nicht funktioniert, ja. Aber jetzt die Redemption Arc für Pride. Ja. Kann ja gut klarkommen. Rumble auch sehr stark tatsächlich, in general. Ich sag, wir sehen noch einen Jhin. Midlane, Yone gegen Jace ist schwierig für Yone, finde ich, im Early Game. Okay. Weil Jace halt quasi, du hast die Range Advantage, aber du kannst auch diesen Melee Burst hier holen mit dem Hammer. Deswegen. Ich weiß nicht genau, wie hier der Yone da das Matchup. Aber sobald Yone Head kommt, hat Jace keine Chance mehr. Aber dieses Problem. Ich calle Alistar Jhin gegen Ashe und Pyke. Ich sag, ja, also. Aber das ist halt easy. Solo auf jeden Fall Ashe. Und ich würde sagen, Kutscher ist Rakan oder Pyke. Ich sag Pyke. Und Smiley würde ich Jhin und Elissa. Ja. Jhin und Elissa. Was gibst du, wenn es stimmt? Ich glaube, bei Smiley. Ich glaube, bei Smiley würde ich einfach sagen, der hat einfach wieder Bock auf Main. Der hat wen Spaß. Meinst du nicht? Ich glaube, spielte Jhin. Jhin? Und Lille, warum, was sagst du bei Jhin nochmal? Elissa. Confirmed? Confirmed? Jetzt hier und jetzt? Confirmed? Lockst Alistar Free ein. Lockst Alistar Free ein? Ich lock jetzt hier alle 4 Champs okay. Ein. Okay, er hat alle 4 Champs ein. Ich lock alle 4 Champs ein.
Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Es wurde eingeloggt. Es ist nur ein Hover, keine Sorge. Das fühlt sich ja so scheiße an. Na gut, dann halt doch ein Aphelios, Freunde. Und dann wird aber Jin wäre der richtige Pick gewesen, okay? Jin wäre gut gewesen. Aber Aphelios ist natürlich auch ganz eine super Sache. Ich glaube trotzdem, dass es jetzt hier eine Ashe wird und ein Rakan. Oder ein Ashe-Pike. Die lassen ja überhaupt Zeit, ne? Was spielt so oder was? Was ist das? Was machen die denn da? Ich wusste gar nicht, dass so der Caitlyn viel spielt. Er ist Amopin-Caitlyn wahrscheinlich, oder? Zum Spaß haben. Lethality-Caitlyn, ja. Ja. Lethality-Caitlyn. Aber was spielt Kutscher dazu? Weil jetzt noch ein Pike dazu ist schon sehr viel Physical Damage. Eigentlich müsste man jetzt so eine Jenna oder so ballern. Das war immer so die OG-Kombo. Jenna, Lux. Oh, Lux-Caitlyn. Oder Kutscher Alistar. Hab ich noch nie gesehen. Wir sehen den Alistar noch hier. Komm, ich leg mich fest. Einen Alistar sehen wir. Lux. Jenna, Pike, bei Pike. Okay. Und jetzt Alistar. Aber Caitlyn Pike ist schon eine komische Kombo. Die ist schon echt komisch. Ich finde, wir sollten ganz ehrlich miteinander sein und sagen, das ist scheiße. Das ist einfach scheiße. Die Kombo ist scheiße. So. Alter, der Pike huckt sie in die Champ an. Nee, das ist schon sehr schwer. Also, Rakan wäre der Go-To-Champion, ist wäre ein Counter. Das kann ich mir bei Lilliver vorstellen, Rakan ist ziemlich cool zu spielen. Das ist so die Kombo, wenn ich ADK Off-Roll picken muss und ich pick dann so eine Caitlyn und mein Supporter lockt in Pike und ich denke mir so, mein Gott, warum pickst du Pike? Dann haben wir Pike, dann pick ich nicht Caitlyn, das denke ich mir dann damit. Ja, der Support von ihm hat er extrem getrollt. Richtig, richtig schlecht gemacht. Von V9 Kutscher heißt der Junge. Ich habe ihn mal für ein aufstrebendes Talent gehalten, aber die Entscheidung war wirklich nicht gut. Also. Nee, ich sehe jetzt, Spaß beiseite, weißt du, man flamet dann und dann ist immer so die Castle Curse und jetzt macht Kutscher einfach so den übelsten Pike Place Quadra, Panther. Ändert sich nicht die Map oder irgendwie sowas, wenn Pike einen Panther-Kill macht? War das nicht irgendwie ernsthaft? So? War das nicht? Nie von gehört. Okay. Das Chat, ich. Wisst ihr da was davon? Ihr seid meistens schon Skin oder so? Also ich dachte, aber bei Samira, kennst du das mit dem Panther-Kill, mit dem Skin? Nee. Kennst du es mit Diana? Wenn du Pentakill machst, ist die. Ich mach wenn du mit Diana Pentakill machst, verändert sich die ganze Map. Die wird eine Wintermap. Okay. Bei einem Skin, okay, guck. Also. Aber geil, also echt. Wenn du bei Diana ein Pentakill machst, wird die Map Winter. Also es ist quasi Wintermap. Im Ranked? Im Ranked, in jedem Game, ja. Ja, wie geil. Ich weiß. Da würde ich mir am Anfang fast gerne hinstellen und sagen, mach ein Penta. Einfach. Direkt am Anfang, oder? Ist doch viel cooler. Aber gibt das Gold nicht aus, Ehrenbruder. Ja. Und dann haben wir eine Wintermap. Ja, also das ist geil. Also das ist krass, ja. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht einmal gesehen bei Diana. Ich lag jetzt mit 3 von 4 Champs übrigens falsch. Ja, du hattest aber Pike richtig gesagt. Ne? Blitzcrank muss man auch noch kurz erwähnen, von Lillab jetzt am Ende. Ich weiß jetzt nicht genau, ist Blitzcrank so der Counter zu Pike oder einfach nur als Meat-Basis für den Aphelios? Boah, muss nicht sein. Ich würde sagen, es ist ziemlich, ich glaube, es ist ziemlich even tatsächlich. Okay. Wahrscheinlich. Ich glaube, halt Pike hat nicht so eine harte Zeit damit, den Hook zu dodgen von Blitzcrank und kann dann ja selbst immer noch re-engagen. Ich glaube, es ist schon kind of fair. Aber vielleicht gibt es da Support-Mains, die es anders bewerten würden. Ich würde nicht sagen, dass Blitzcrank ein Counter ist, klassisch. Ja. Was aber klassisch ist, ja, ist die Hymne. Das stimmt. Wird es jetzt schon lossehen, bevor es losgeht? Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt, da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Gehen gleich los, Leute. Ich habe es schon mal vorweg gemacht, damit wir gleich pünktlich in-game sind. Und jetzt kannst du deinen Gedanken gerne weiter äußern. Ich habe keine Gedanken mehr. Ich auch nie. Ich denke nicht. Ich tue. Menschen sind auch nur Tiere. Wir sind Instinktmenschen. Ne? Ach, nee, also ich weiß, also du kannst gar keinen Skin, der irgendwas macht, wenn du Pentakill machst? Nee. Also, wie gesagt, dann lass mal da weiterreden. Es gibt auch Samira, wenn du damit einen Pentakill machst. Mit dem neuesten, mit diesem Arena-Skin? Ja, das ist dieser, glaube ich, dieser Anime-Skin. Hm? Wenn du damit einen Pentakill machst,
dann kommt so eine übelste, so, ich weiß nicht, so Licht, es kamen ganz viele so Lichter, wie bei so einer Disco, und ich glaube, so ein Song wird abgespielt, und ich weiß nicht, ob sie danced, aber das ist dann irgendwie so, das ist richtig weit, aber es ist nicht über die ganze Map, sondern quasi um sie drumherum, so wie so Scheinwerfer kommen auf sie drauf, mhm, und ist auch ganz lustig. Und das, und Samir macht gefühlt jedes Game Pentakill. Auch wahr? Deswegen, da lohnt sich das echt enorm. Und ich dachte, das gab es doch irgendwo bei Pike. Aber vielleicht weiß der Chat noch irgendeinen Champion. Ich weiß, dass die beiden das auf jeden Fall haben. Und ich hatte eigentlich im Kopf, dass noch ein weiterer Champ das auch hat. Oder ein Skin. Meistens machen die es ja bei Skins. Ich finde es auch gar nicht eine schlechte Idee, wenn es jetzt nicht quasi die Grafik anspruchsvoller macht, ne? Ja. Wenn dadurch jetzt natürlich irgendwelche PCs dann abrauchen, dann ist der Penta gleich doppelt was. Also doch Pike, Empyrean Pike. Aber ich weiß nicht genau, was genau macht das bei Pike? Weil ich denk mir halt so, wie gesagt, bei Diana habe ich es ja schon erwähnt. Und bei Diana finde ich es halt so, das ist schon schwer im Pentakill. Diana ist schon, also es gibt Champs, wo Pentakills echt schwer sind, oder? Aber ich würde sagen, Pike und Samira, ja, wir haben Reset Mechanics zumindest, ja. Macht die Map zur Nacht? Lol, lila Schleier? Klingt auch cool. Ja. Also auch die Map verwandelt sich. Also ähnlich wie bei Diana. Okay, die ganze Map verwandelt sich. Das habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Also das habe ich noch nicht gesehen. Aber also für die Leute da draußen. Ich glaube, dafür musst du die Champs auch mainen, oder? Du musst halt so, du musst ja hunderte Games damit spielen, damit das mal passiert. Ja, aber. Nicht hunderte, also aber ich habe so das Gefühl. Diese Pike-One-Tricks, die dann so auf Master so spielen, ich habe so das Gefühl, die machen schon öfter mal einen Quadra und Penta, so alle 20, 30 Games, weil die sind dann so fett, die wissen genau, was sie machen müssen, bam, bam, Resets. Oftmals spielen ja diese One-Tricks auch Pike Midland, kriegen dann noch mehr Gold, haben noch mehr quasi Execute-Threshold. Und, woher kommt dieses Sü? Frage geht an den Chat. Ist jetzt dieses Sü von Fußball? Ey, ich kam aus dem Urlaub. Das habt ihr. Ja, nee, es ist schon ultra lange. Aber wenn doch Cristiano Ronaldo hier so steht und dann den macht und dann sagt Sü! Nein? Ist es das? Cringe. So, V9 hier auf der Map mit ihrem extrem schlechten Supporter Kutschalol und dem Rest. Boah, ich brauche ein bisschen gegen Kutschalol. Ja, du musst die Szene aber wechseln, wenn du verdient. Hast. Ja, ist recht. So. So. Ja. Toplane invade. Oh, beide haben invaded. Ach, die sind auch am invaden auf Vorzeit. Ja, beide haben invaded. Und Blitzcrank kann hier auch nochmal die Leute nerven mit einem Hook auf dem Red Buff oder so. Ich bin ja jetzt gespannt. Pride hat Rumble wieder. Ich habe jetzt auch bei Worlds öfter gesehen, also Adam von BDS hat jetzt auch öfter Ignite Toplane gespielt oder Ghost Flash und so. Ja. Und ich finde, Rumble ist so ein Champion, da kannst du auch Ignite gehen. Wenn du damit dann die Lane hart gewinnst und diese fetten CS-Lead bekommst oder Solo-Kill machst, da finde ich das auch in Ordnung. Aber er geht jetzt hier wieder für den TP, bisschen sichere Variante, einfach Farm. Und da muss man mal schauen, ob er dadurch dann halt irgendwie. Gut, aber ist das Matchup so hart Winning Top, dass du einfach Ignite gehen kannst und dann sagen kannst, ich kill's einen Reddick? Nee, aber es kommt ja auch immer so drauf an. Wenn jetzt mit TP er reingepusht wird, ja, und dann gedived wird, ist es ja schlecht, TP zu haben. Wenn er aber jetzt mit Ignite so viel Pressure hat, dass er reinpushen kann und dadurch dann nicht least dived wird, dann ist es worth it. Das ist ja immer so, das ist ja auch eine Abwägung. Gib mir das Ignite die Sicherheit, den Gank zu dodgen, weil ich kann reinpushen und resetten oder so und kann jetzt quasi dodgen, diesen Zeitframe, wo sie mich ganken kann, oder nicht? Oh, starker Hook. Kurz ein kleiner Trade. Ich lippe kurz den Hook-Versuch von Kutscher ab. Ja. Wir sehen hier auch, Caitlyn hat First Strike, wie du schon gesagt hast. Also es wird wahrscheinlich dieser Lethality-Belt. Den habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen. Klatscht ordentlich rein, da muss aber Head sein. Muss aber Head sein, okay. Und du gehst wahrscheinlich, was war das dann, Dustplay oder? Nee, Humus mittlerweile, Humus wird im letzten Patch gut gebufft. Auf dem Patch, ich spiele 13.19 und es hat der Live-Client. Ist, glaube ich, der Live-Client noch immer, oder? Weil wenn es Live-Client ist, dann ist es Yumos. Wenn es der alte Client ist, wird es das Bett sein. Okay. Cleanse auch von Caitlyn gegen eigentlich nur Maokai CC. Muss man auch sagen. Da bin ich aber so ein bisschen gierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst als Adekang. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Du brauchst halt eine Person, die es tanken kann am Ende. Und ich finde es okay, wenn es oh! der ADC macht. Was ein Move von Kutscher. Was ein Predict.
Der Flash aber von ihm, hatte er verfehlt? Seinen Stunt verfehlt mit seinem Flash? Kutscher ist wie Bungee. Aber das war insane. Kutscher muss einmal tief fallen, damit er hoch hinaus kann. Also er misst seinen E-Spell, um dann den Hook-Break, um dann den Flash-Break zu spielen, weißt du? Das ist, Kutscher ist ein Kunstwerk, als Typ. Das war echt, er hat quasi gesagt, hier, lauf weg, und dann hat er gezogen. Aber das war ein starker Hook und hat quasi auch damit den Flash geforst. Und das ist schon wichtig in dem Matchup. Oh, starker Trade von Pride. Und das war sogar ohne Overheat. Also, könnte der Renekton eventuell gedived werden, wenn Sansara sich dafür entscheidet, hochzukommen. Carmen wardet auch schon. Und, entscheidet sich sogar jetzt Base. Ah, hat's abgebrochen. Weil Pride nicht aggressiv spielt. So. Und Blade Show hier in Bedrängnis. Kriegt aber den Knock-up. Lilip hier und Sansara. Das könnte ein 3v3 werden. Vermisst aber den Hook. Vermisst den Stun, meine ich, sorry. Jetzt Flash ohne kein, Flash. Flash hat kein Flash, genau. Aber einfach zu viel verfehlt. Er wurde einfach zu viel verfehlt. Damage kommt hier nicht raus. Ja. Blade Show nicht stark genug, um ihn zu solo-killen. Nur mit dem Doran Schild. Ja, wenn. Das könnte halt komplett anders auch aussehen. Wenn da der Elise dann sitzt, du machst die komplette Combo, kannst dann in die Luft gehen, 2 Sekunden stallen. Aber da wurde einfach dann zu viel verfehlt am Anfang direkt. Und dann war einfach der Base-Damage von einfach spannender zu groß. Sonst Sarah hier und Lilip versuchen die Wave reinzupushen für den Jace, schaffen es aber nicht. Das ist einfach Yone. Aber super starker Champ, der einfach. Aber auch clever gemacht hier von Belchow, ja, der den E quasi nutzt, damit er nicht gehookt werden kann. Sobald der E Hook treffen würde, würde er immer sofort mit dem E zurückgehen zur Ausgangsposition und die Wave bleibt gefreezed. Nice gemacht hier. Ja, Midlane sieht aber jetzt super schwer aus. 20 CS fast down und Jace hatte in dem Exchange noch einen Kill bekommen. Und ich hatte schon davor erwähnt, ein schwieriges Matchup, außer wenn Yone Head kommt. Wenn Yone Head kommt, fängst du an, den Jace zu farmen, aber bis dahin hast du Schwierigkeiten. Kann man oben leicht in CS ahead, ne? Während Mitte und Bot hart struggle mit CS. Obwohl der erste Trade, den man gesehen hat, gar nicht mal so gut aussah. Aber ja. Jetzt will man hier für den Dive gehen. Carmon Level 6, aber Phil zu früh. Zu früh oben. Hat noch Flash. Aber er hat den Setting ja auch gesehen sogar. Lilip am Start, um den Play zu punishen. Er hat zwar den Setting sogar gesehen. Ja, ich dachte auch. Also, eigentlich hätte man. Das glaube ich, war ihm einfach egal. Wir haben gesagt, komm, ist mir egal, ich laufe trotzdem rein. Und das respektiere ich an Phil. Nicht groß denken, einfach mal machen, ne? Ist das so? Das ist natürlich jetzt. Das hätte ein fetter Play sein können, weil Pride ist immer noch nach dieser fetten Wave, immer noch Level 5. Da hätte man eventuell echt für diesen Play schauen können. Aber hat nicht funktioniert. Und jetzt muss man, meiner Meinung nach. Lilip auch eigentlich die ganze Zeit in der Midlane, kann das sein? Ich habe auch so das Gefühl, der Blitzkrieg lebt in der Midlane, oder? Mhm. Mit den Mobile Boots hin und her am Moven. Hm. Wie ist das Spotlight-Matchup im 1v1? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung mit Amok und Cage. Aber eigentlich so vom Grundprinzip sollte Cage eigentlich immer winning sein, weil sie immer dem Fight entgehen kann mit dem E-Spell. So. Da soll eigentlich nie was Schlimmes passieren. Mhm. Und Aphelios wird outrange auf den meisten Waffen. Oh, Sansara. Sansara hat den richtig guten Read. Phil, roughes Game von ihm, aber der Hook sitzt von Kutscher. Starker Hook von Kutscher, aber Phil. Damage reicht am Ende nicht von Sola. Ich würde sagen, Sansara ist immer da. Ja. Egal wo Phil ist, Sansara ist da und auch immer so da, dass Phil in die. Der läuft einfach ins Messer. Er lässt ihn einfach ins Messer. Someone jedes check Mal ist PC. Phil da. I think this is not natural, what Sansara is playing. It's not natural. Jedes Mal, wenn Phil quasi zum Ganken will, da ist Sansara im Busch und wartet darauf. Komm rein. Komm her. Oh. Smiley sitzt hier auf der Combo. Schöner Damage. Starke Combo, aber Dodge und Hook. Ah, starkes Spiel auch von Kutscher hier. Ja. Mit dem E-Spell Disengage. Lola Dodge hier schön. Ist ja gut rausgekommen, aber Sansara ist da. Können sie das irgendwie outplayen? Und das wird ein Kill. Sola muss vielleicht auf sich selber trappen. Hier kommt schon die Trap rein. Oh, da. Was ein Stun von Kutscher.
Und damit. Oh mein Gott. Und damit 2 für 2. Ist völlig fein. Das war, also das war gut gespielt von Kutsch und Soda. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Also aus der Situation, die sind beide gefühlt 200 HP, haben beide kein Mana mehr. Sehr, sehr gut. Ja, das ist halt krass. Das war krass. Aber natürlich, vielleicht dann nochmal wichtig für euch da draußen, wenn ihr was lernen wollt. Wenn ihr Maokai seid, dann gibt ihr den mit dem W die Tower Aggro ab. Und deswegen hat Sansara hier auch mit dem W gestartet, weil der Lilip und Smiley schon low waren. Heißt, ihr geht mit dem W rein und hält dann die Aggro. Und in dem Fall haben einfach Kutscher und Soda gut gespielt. Und deswegen geht's jetzt 2-2 raus. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott, Kutscher ist gerade ein bisschen am Zaubern. Also das war wieder ein starker Stun, hat nämlich Special gestunt, dann kam die Kate in Ult rein. Aber Blade Show war eine Sekunde zu spät. Da muss man gerade sagen, wenn da Blade Show ein bisschen früher reagiert hätte, ein bisschen früher da gewesen wäre, wäre das ein Kill gewesen auf Special. Einfach nur von einem... Kutscher ist ein Zauberhaus, sag ich. Also das waren jetzt paar sicker Plays. Blade Show immer noch mit der Ulti ready. So, jetzt... Oh, Ultimate, das ist eine gute Combo. Starke Combo von Yone. Der Kill auf Lilip. Aber auch leider. Kill, Double Kill. Die Runes von Sansara haben das leider dann halt Turnaround. Mit dem Root konnte der Jace eine schöne Combo landen, entspannt, Double. Dafür mit Level 5 am Rumschleichen. In welchem Level die Supporter? Hat den Herald gerade? Er hat gerade Herald gesucht, ja. Während der Exchange dann im River passiert ist. Ich weiß nicht, ob das hier der Move ist. Ich denke, es hätte Jungler gegeben, die hier die Midwave freezen, aber man kann auch in den River laufen und Warum flame ich eigentlich? Also ich wäre... Ich finde dich super, okay? Ich wäre da auch ein bisschen sauer gewesen, muss ich natürlich sagen. Also als Laner, ich muss sagen, aus Laner-Perspektive gesprochen, war das kein guter Move. Dragon wird jetzt hier genommen. Und... Oh, Hook kommt rein. Oh mein Gott, Kutscher. Kutscher, lol. Oh. Sola. Oh, er wird für den Execute gehen. Das könnte auch sehr gut sein. Könnte auch sehr... Ich würde da immer den Kill nehmen, Leute. Aber er geht für den Execute. Aber man muss sagen, Sola und Kutscher haben jetzt ein paar gute Plays gemacht an dem Tag. Also dafür, dass das Game wieder recht schwer ist und nicht so gut. Gehen damit ganz gut um. Quite oben hat er einen Flash ready. Hat aber kein Ultimate auf Yone, deswegen das sollte einfach nur ein paar Blading sein. Und das ganz normale Lane-Swap natürlich. Ganz normale Rotation. Midlaner kommt hoch. Ich mache die Plating auf Plate Show tatsächlich. Und Mitte wird gehalten, hat fast Ultimate. Jon hat fast Ultimate ready. Das könnte also eventuell Wollen sie nichts versuchen. Der Lip sehen wir, kommt aus der Base auch Richtung Mitte erstmal, aber dann ist er vielleicht auch Toplane da. Also ich sollte Toplane Action gibt. Ich glaube ein Kill für auf Pride wäre jetzt hier ganz gut für V9. Und aus Sicht von 1 sollte Pride hier die Füße stillhalten erstmal. Ja, Renekton hat keine Möglichkeit, jetzt hier zu dodgen. Also zu blocken zumindest. Yone ist ein bisschen besser aufgestellt. Mit dem Fehler von V9 Mitte und keiner weiß warum. Was hast du gesagt? Viele Leute von V9 sind Mitte und niemand weiß warum. Ne? Also stehen da sich gegenseitig die Beine in den Bauch. Pride will diese Plating, oder? Er hat Bock. Top-Laner-Syndrom. Eigentlich eher Solo-Laner im Syndrom. Sind alle Carries greedy of Blades? Botline so? Klar. Ja, auch, ne? Das. Boah, hier ist. Boah, der Damage ist so krass. Aber das war eine starke Combo, aber ich glaube, es reicht nicht. Das ist, glaube ich, ein Solo-Kill für Bright. Aber heftiger Schaden. Kann Kutscher da noch was machen? Hat die Ultimate ready? Ich glaube, der hätte da versuchen können. Ah, ne, wahrscheinlich reicht es nicht von dem Execute Threshold. Aber. Schade. Da hätte man vielleicht noch eine Sekunde versuchen sollen zu stallen. Kutscher nämlich auf dem Weg. Sola wird dann natürlich jetzt hier übelst gepunished dafür. Sehr unsatisfying als AD Carry sowas dann so Bannings zu verlieren. Flash Hunting ist safe. Aber wie lange? Wie lange ist die Frage? Nicht sehr lange. Man darf Botlane. Blade Shot TP dazu. Smiley ist tot. Haben wir schon mal gesehen heute.
Late Show mit Skillshot in den Tauben spielt, bisschen gefischt. Late Show will die. Autofill jetzt zwar mit dem Catch, aber der Damage fehlt am Ende. Da kann selbst Kutscher nicht mehr helfen. Und 5k Gold in Minute 13. To be expected. Smiley macht halt sein Ding. Ja, Smiley ist heute. Man muss auch sagen, muss man, haben es noch nicht erwähnt, aber Carmon 1-0. Even in diesem Gold, in diesem Game. 6000 Gold, 7000 Gold, er ist even. Ja, Toplin ist einfach auf einem eigenen Planeten. Ach, das ist ab. Ach, das ist schon mal ein Ab. Hat nichts mit diesem Game zu tun. Ja, nichts damit zu tun. Ja. Special mit 3000 Gold ist auch erhärt. Übelstes Monster jetzt in dem Spiel. Sansara 218 hat fast 100% KP mit Lilip 9. So, Überzahl hier oben. Aber davon weiß natürlich wieder noch nichts. Da kommt die Ultimate. Ja, sieht noch ein bisschen schwach aus. Meine Seite, das kommt richtig rein, wenn so Humus aus, richtig? Ja, aber er baut ja auch gar nicht in die Richtung, ne? Also er wird im Fenty Edge gehen als nächstes. Ich weiß nicht, was Sola kocht, will ich ehrlich sagen. Was bauen die Items denn? Infinity Edge, oder? Ja. Mit Infinity Edge und Armor Pen. Caitlyn hat ein Crit Scaling, for sure. Und Babys ist einfach das neue, bessere Bild. Man weiß nicht. Oh, gute Combo, auch Smiley. Aber ob der Damage jetzt reicht. Jetzt muss Kutscher vielleicht weg, oder? Nevermind, Kutscher holt sich den Kill. Tankt den Damage von Smiley ordentlich durch. Jetzt muss er ein bisschen zaubern mit Movement. Oh, nein, man hat ihn gesehen. Zauber mal den Maokai. Klaus, war nicht schlecht. Oh, war nicht schlecht. Maokai musste flashen dafür. Das war. Und Smiley ist jetzt schon minus 2 Kills. Ja. Siehst du das? Oh ja, minus 2 Kills und 2 Tode sind minus 4. Das sieht gar nicht gut aus. Also. Versteht der Joke im Chat überhaupt? Oder? Oh nee, unser Bildschirm ist einfach dreckig. Scheiße! Oh mein Gott! Naja, das war jetzt ein bisschen unangenehm, aber. Oh mein Gott! Der Bildschirm war so dreckig, das ist einfach ein Minus. Das war einfach ein Minus. Was war das über? Ja, Ich denke, hat Kevin wieder mit den Pringles rumgesaut. So, was ist mal passiert? Drake? Genau, Drake Counterplay wird versucht. Und dann sind da Sachen passiert. Auf jeden Fall, wir sind immer noch auf der Sesamstraße, Gewinnerstraße. Und leicht 10k Gold ahead in Minute 16. Geil. Die White Weapon, sehr zu empfehlen. Für Druids. Smiley gönnt sich. Ich weiß ja, warum er nicht einfach Jhin gespielt hat, ne? Ich dachte, er spielt gerne Jhin. Ich dachte, Smiley ist ein Jhin-Enjoyer. Ich weiß, dass er nicht den noch einmal attacked hat für das extra Gold. Weil jetzt weiß ich nicht, ob er dafür gehen kann. Und jetzt würde man das. Kutscher wieder on the hunt. Oh, aber starker Interrupt von Lilip auf den Hook. Ja, und das war's. Du hast mit Nate Show. Du hast einfach, du bist aber 5000 Euro behind, da kannst du nichts mehr machen. Phil wird jetzt auch nochmal gefischt. Lilip, sehr, sehr starke Hooks in dem Game. Also, wir haben sehr, sehr oft gesehen, wie er irgendwie meistens jemand aus dem Turm geholt hat. Die sind schon unterm Turm und dann wird immer rausgegrabt. Spielt ja auch das Mobius-Bild und dann AP danach. Ja. Hier wird Aerofrost gebaut. Und es könnte sogar ein Perfect Game. Also, die haben ja einen Dragon. Also, ich laber hier scheiße, tut mir leid. Oh, Hook. Stun. Alles sitzt. Oh, schön, das heißt der von Smiley. Ja, Carmon ist von oben dazu. Hat aber keinen Flash. Kann er in die Marke irgendwas reinspielen? Kein Flash ready. Smiley sehr alleine coffee. Gelassen, vor allem. Aber ihr kommt nicht mehr ran jetzt, glaube ich. Aber Flash in 7. In 6. Oh, stimmt. Oh, Phil. Und jetzt die Spinne. Alle gegen Smiley. Auch den Kill gönnt er sich. So, wer ist der Nächste? Late Show, rein da mit dir.
Rein mit dir, das ist meine Leben. Meanwhile zeigt Special mal Sola, wie man richtig Armopen spielt. Ja, Special. Aber er baut Collector First und baut jetzt den Infinity Edge. Na gut. Boah, das hat er reingeklatscht. Boah, ich will auch gar nicht wissen, wie viel Gold der Jace hat. Jetzt 18. Minute und er hat schon 3 Items. Also. Das ist juicy. Das ist juicy. Gott, Alter. Und deswegen spiele ich gerne Poke. Ja. Weil einfach sowas ist satisfying. Da kommt der Jungler raus aus der Base und muss wieder zurück in die Base. Guck, jetzt kommt Phil, komm, geh wieder raus. Komm nochmal raus. Jetzt, Special, mach mal, betrifft mal eine Combo bitte. Schade. Warten wir gleich, warten nochmal auf eine weitere gleich. Junge. Oh mein Gott. Also Lille, bitte auf! Jetzt tut mir Phil ein bisschen leid, ne? Lille, hör auf damit! Hör auf! Holy shit! Jo! Wie einfach jeder Hook trifft. Oh mein Gott! Lass den Mann noch leben! Jetzt, Smash, mach mal ein Combo. Ich will jetzt mal diese Shockwave sehen. Jetzt nochmal eine Combo. Ja, so eine EQ mal auf Sola. Ja, das, also auf den Adiker oder auf Kutscher. Das wird halt richtig eigentlich. Oh, Kamera hat getankt. Also, ich bin enttäuscht, wenn sie nicht unter 20 Minuten das Game beenden. Oh mein Gott, Blade Joe? What the fuck? Blade Joe und Kutsche? Was schaue ich mir an? Kutsche holen die auch noch. Er hat doch ein Ultimate, oder nicht? Die sollte resetten. Er hat sie nochmal benutzt, irgendwann. Kutsche mit der Combo! Oh mein Gott! Kutsche ist so gut auf Pike. Alter, Kutsche, sie haben sich ist eine Pike-Legende. Und Blade Joe? Blade Joe! Oh arschgeile Combo von Yone. Richtig gut. Blade Joe, 4 Mann Q-Knock-Up, 4 Mann Ultimate-Knock-Up. Und dann kommt Kutsche rein, executed alles links und rechts. Das Kamon und Heftigste ist eigentlich, dass immer noch 11k Gold Vorteil da sind. Das war literally das gleiche Level wie bei SKT gegen, ich glaube, das war EDG ja, oder so, wo die 10.000 Gold waren. In den Sphären bewegen wir uns hier. Oder? Das war SKT gegen EDG. Safe. Und SKT war 10.000 Gold down, aced EDG und gewinnt das Game. Und ja. Das macht jetzt. Und SGT ist in diesem Szenario wie 9. Richtig. Und 1 ist EDG, die 10.000 Gold. Und hätte. Faker spielt heute Support. Ne? Und Faker's Blade Show. Und jetzt geht's ab. Ich hab's gesagt, wie es ist. Ja, so laufen schon 2 Items. Ich muss ihn mal fragen bei Gelegenheit. Fährt er mit nach Korea? Ja? Was er sich dabei gedacht hat. Bei dem Item willst so. Also, das ist nicht der normale, oder? Die Fällertitel. Also. Kennst du nicht? Okay. Also. Heilbreaker Ion. Und das. Ich finde Heilbreaker Ion auch mal so lächerlich. Ich könnte mir so echt vorstellen, dass er gegen alle gewinnt, außer den James. Ich glaube, er gewinnt gegen den Aphelos, er gewinnt gegen den Rumble. Der James ist halt immer noch zu verhärt, aber. To be fair, er hat 2 Items und die anderen auch 2 Items. Also unsere Jungs haben auch 2 Items. Ist nicht so groß Unterschied. Na, stimmt. Nur James halt. Oh, der Inter da? Und oh mein Gott, Lille wieder mit dem Hook. Und jetzt ist die Spinne auch noch dran. Ist Smiley ist geschenkt heute. Ja. Ja! Und damit zieht Eintracht Spandau ins Viertelfinale des Prime League Pokals ein. Und trifft dort voraussichtlich auf SK Gaming. Vielleicht. Wissen wir das schon? Nö, aber ich glaube, ich habe sowas irgendwie gehört. Aber es kann ja, also du, also sind, es sind ja jetzt 4 Spiele jetzt und 4 Spiele um 20 Uhr, oder? Kann sein. Okay. Es hätte sein können, dass vielleicht die anderen schon gewonnen haben. Vielleicht waren die schneller als Eintracht Spandau. Das kann sein. Aber weißt du, vielleicht wurden die schon 2-mal weggestormt. Tristan, ich will ehrlich mit dir sein. Ich weiß es nicht. Ich habe doch gar keine Ahnung. Ich war auch gerade im Chat. Ich glaube, SK war schneller. SK hat schon gewonnen. Okay. Spielt denn, also SK gegen Eintracht Spandau genau. ist das Duell, oder? Genau, ja. Wieso? Gut. Ja, gegen SK. Super. Das werdet ihr mit Tristan als Caster plus einem Caster-Gast. Weißt du, mit wem du castest?
Nee, keine Ahnung. Finden wir noch jemanden für. Zusammen casten. Ja. Yeah. You, ja, come, you come over here, my friend. Ja. Let's talk about these games. What's up? Yo, what's up? Yes. Was the really clean games, ne? Really clean games, ne? Talk to me about the first Flash. No. Wait, game one. It was not Flash. Yeah. It was like BVPO invade, like well known in the world, but I didn't Flash combo. It happens to the best, right? And you died in between turrets? Yes. It was well known worldwide. Like a super great move. Okay, listen. It was actually a really good play if he flashes, because then we will invade his raptors and his crux. But he didn't flash, so... I mean, you guys are the pro players. If it's a good invade, it's a good invade. I mean, I'm not going to say anything bad about it. But why didn't you just move in the middle so you don't get a single turret shot? I'm not good. Cost. I'm not good enough for that. I'm a jungler. It's time to go to break the stool. I'm a jungler. I'm playing Sejuani. This is why I play tanks. I don't need to dodge turret hurt. I just take it. Take it with the face. You just look forward. You embrace the tower shot. You see it like, come, hit me. I'm dead. It was fine. Sometimes you die. But it was nice. And my team believed for me. Like they said, like, it was nice play. We believed in you. And they like laughed a bit, so I thought maybe they were sarcastic, but no way. Yeah, I mean, I felt like they were like, my two favorites were the tower dive, and the second favorite one was in game one, when you guys have double in up down, and you guys can just go bot lane, and you guys are all bot side, and like, you guys are like in the river slash the enemy jungle, and you guys see Blade Show on top, and I just knew Smiley's gonna go for him before he even went. And I said, he's gonna go for him. And Smiley runs up, Blade Show bases, and you guys still push and die. That was pretty funny. Right? That was pretty funny. Yeah, it was. I mean, to be honest, I knew exactly what was gonna happen in this game. Like, we wanted to finish fast, but I don't know, maybe people know it from solo queue, but if you want to rush a game and finish fast, it always takes like 15 minutes longer. So we had a lot of like random deaths like this, and also like, I don't know, some questionable deaths on side lane. But we had fun, and I hope that's you guys did too, and I hope all you can do sometimes. Well. Yeah. Now you will face your first harder opponent with SK Gaming. Yeah. Wait, actually, before we go to SK, how was it facing two different top laners? Actually, because you actually faced two different players in so both lanes, and I feel like that's quite interesting, right? So because there may be different. I thought I was playing against Kamen, or however you Kamen. Yeah. And it took me like 20 minutes in the first game to realize that it's not common. Wait, really? I mean, I knew, okay, I didn't know who I'm playing against, like what champion I'm playing against, Ornn or Gnar, but I just thought it's going to be common on it. But then I realized, wait, they're actually like just swapping around. So it was kind of fun, I think. Who's better on top? I mean, it's hard to say because game one is like spicy. A very passive matchup for Gnar. Like, he can't really do much in the early game, at least. And second game, it was like a bit weird as well because I was getting perma-ganked or perma getting dove and stuff. So it's really hard for me to say, but I also, this is just a political answer, right? Like, yeah. Just, no, I want a name. I actually don't know. They were both dead. What can I say? What the fuck? Whoa! Oh, guys. Okay. Like, let's be honest, like both games, like jungle was like saving top lane like so much. Unbelievable. My top lane was like trying to like, I'm saying like enemy jungle is top, and he's like, no, I'm fine, and then he's dead. Like, what is that happening? Like, that's unbelievable. So did I was like trying didn't you to die? You bro, like every time even if he's not in zero death, he's always dying. It's unbelievable. Sometimes you might think it's not possible, but everything is possible. Do you have a personal issue with autofill? Was it something personal? Yeah. He has like 200 points than me in solo queue. He thinks he's better. But sometimes you have to face Maokai. And it doesn't matter how many points you have. Good answer. Yeah. Thank you. Jetzt SK. Any SK. Du wolltest auch wegen SK fragen. Yeah. You will face SK. Yeah. How do you prepare for SK? Will you take it more serious? I mean, we take all teams serious. Yes, of course you do. Yeah, so... I mean, we're gonna... From my side, I'm gonna still play Maokai probably. So, like, nothing changes. Nothing changes for you. Yeah, nothing changes for me. Like, for me, like, it doesn't matter. I'm, like, full tryharding.
So, but we'll see. I think they had like also kind of like one-sided games today. So, we're gonna do like some research, but I think we're like in good form right now to like show off, so it's gonna be interesting. Nice. Any more questions? Any shout-outs you guys wanna do? I just wanted to add, it's actually like the perfect redemption arc for us, because after we play SK, we will most likely play against Big, and then we will most likely, I assume, play against Unicorns in the final. And these are the three teams that beat us in best-offs the entire year. So, that's in theory, this is like the perfect chance for us to prove ourselves and just win every series. Obviously, it's Winter Cup. Like, a lot of people, I don't know, might not be tryharding, like, from the teams. And It's the PRM Pokal. But we will be looking to, punish this mentality and win the whole thing. I mean, that's quite interesting, like, because I feel like you guys' side of the bracket is a little more difficult too, no? Like with SK and Big, it's kind of stacked, right? Yeah, I mean, I feel like it's actually like not fair for the top side of the bracket, but we are there. Like actually, like so sad for the for like every team on top bracket, they like insta see us and they're like, shit, it's lost. So like, good luck for like lower bracket teams, because like they're gonna see us in the finals. Like you can try to do something, guys, but like yeah, like, but it's fine. Yeah, I mean. What we should do like shout out to sponsors like this first word I can't pronounce properly, but Spacey. Try it. Just do. Kombacher. Kombacher Spacey. Yeah. Das ist lecker. Sehr lecker. Yeah. I spreche Deutsch. Sehr gut. Yeah. Yeah. Very good. Nicht schlecht. Oh yeah. Yeah. Guys, let's sing together. Yeah. Thanks for the interview so far. Let's sing together. Yeah. What? Why do I hold when I'm... Wo die Havel kreuzt die Spree, von Berlin aus JWD, wo die Zitadelle rockt und die Eintracht uns lockt. Da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben dir. Hey guys, thanks for the interview. It was nice seeing you again. Thank you. Und wir verabschieden uns. Tristan, es war eine Freude, mit dir wieder zu casten. Ja, viel Spaß in Korea. Tristan übernimmt ab hier den Rest des PRM-Pokals, ne? Nicht Wintercup, du. Und dann geht's weiter gegen SK Gaming. Folgt uns auf Social Media, dann wisst ihr auch, wann genau. Weil ich weiß gerade nicht. Ich glaube, am Donnerstag, oder? Am Donnerstag, und ich mache mir jetzt erstmal ein laues Lüftchen in Korea. Mittwoch 18 Uhr. Mittwoch 18 Uhr. Freue ich mich. Mittwoch 18 Uhr, da bin ich schon lange in Korea. Ganz viel Spaß und ich werde euch zur Prime League. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Awkward. Sehr awkward. Tschüss. Kann ich jetzt raten oder nicht? Hallo. Oh mein Gott, ich kann nicht raiden. Warum kann ich nicht raiden? Nee, du raidest schon, oder? Ich raide. Aber muss ich nicht zum Ende warten? Ja, Twitch-Chat, das geht. Warum kannst du nicht auf den Button drücken? Ja, frag mich nicht. Da oben steht ja.